Jetzt? Ja, jetzt höre ich euch. Aber warum sehen wir dich nicht? Weil ich gerade am Fahren bin und das System mich sperren würde. Ach so. Es ist aber dunkel draußen. Das System wird nicht erkennen, ob das so auf Straßen ist. Oh, die werden nicht erkennen. Sobald die sehen, dass es hin und her ruckelt, erkennen die das. Mhm. Mhm. Du sollst dich Ex-TikTok-Master nennen, nicht Ex-TikTok. Hey, Jusk-Tiburg. Was machst du denn so für einen Content? Ich kläre über den Islam auf und rufe die Menschen zu Jesus Christus. In welcher Position stehst du, dass du die Leute aufklären möchtest? Ja. Ha? Also wie kam es dazu, dass du die Menschen aufklären möchtest? Ja, ich habe gemerkt, dass Allah der größte Teufel aller Zeiten ist. Wir leben in einem Shaitan-Regime. Und meinst du nicht, dass das auch eine Hetzerei ist, die du tust? Warum? Ich habe ja auch Beweise dafür. Ja, aber deine Religion vertritt diese Aussage auf jeden Fall nicht. Bitte was? Deine Religion findet das aber auch nicht schön, dass man gegen andere Religionen hetzt. Stimmt. Das hat nichts mit Hetzen zu tun. Der Jesus Christus sagt, deck die Finsternis auf und hab keine Gemeinschaft mit ihr. Und wer definiert Finsternis? Ja genau, der Islam ist die finsterste Religion der gesamten Menschheit. Das stimmt doch gar nicht. Das doch, natürlich. Nicht. Wie erklärst du dir denn eine Religion, die dazu aufruft, euch wegzuboxen, wenn ihr widerspenstig seid? Ach so, stand das nicht in der Bibel, dass man seine Frau züchtigen soll mit seiner Hand? Ganz und gar nicht. Natürlich stand das in der Bibel. In Sure 4, Vers 34, du Gehirngewaschene, sagt dein Gott, dass der Mann erlaubt hat, dir in die Schnauze zu hauen. Nein, das stimmt nicht. Dann schlag mal deinen Koran auf. Ja, mein Koran hat sowas nicht drin stehen. Ich weiß ja nicht, welchen Koran du gelesen hast. Ja, dann komm, dann lass uns mal gucken. Du hast doch bestimmt die Koran-App bei dir, oder? Also tatsächlich gehe ich mit meinem Handy gerade live. Also wird es schwierig. Ja, dann kann ja deine Freundin das übernehmen, falls ich ja lüge. Der Nachen so dreckig, auf jeden Fall. Ja, weil ihr wisst ganz genau, was für ein Dreckszeug sich da drin befindet. Das stimmt doch gar nicht. Ja, doch, was ist das für ein Gott, der sagt, dass ihr Frauen bei Widerspenstigkeit, nur wenn der Mann das befürchtet, euch wegboxen darf? Das stimmt doch gar nicht, das stand in der Bibel. Nein, das steht im Koran, in Sure 4, Vers 34. Das ist das einzige Argument, was du jetzt liefern kannst, dass der Islam... Nee, ganz und gar nicht. Einer der größten sunnitischen Gelehrten im Islam sagt, dass wenn ihr unter Begierde leidet, dass ihr euch ein Alekrimbitsch in eure, ihr wisst schon, Reis reinhauen könnt. Das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein PNIS und damit könnt ihr euch dann befriedigen. Das befindet sich im Buch von Ibn al-Raim, Bada al-Fawaid, im vierten Band auf der Seite 36. Du hast nichts Besseres zu tun, als genau solche Sachen rauszuzitieren? Ja, ich habe nichts Besseres zu tun, als dich über diese satanische Sekte aufzuklären, genau. Zu der du dich auch noch hinzugezogen fühlst. Ja, super. Toll. Wenn du noch niemals einen Vers aus dem Koran gelesen hast, das musst du dir mal geben. 99% der hier lebenden Muslime haben nicht mal einmal den Koran in die Hand genommen. Und warum schreist du jetzt rum? Ja, weil mich das aufregt. Weil genau wegen solchen Leuten wie euch sind Andersgläubige am Leiden, weil ihr nicht in der Lage seid, euer teuflisches Buch einmal zur Hand zu nehmen, um herauszufinden, warum Andersgläubige durch Muslime so unterdrückt werden. Also sind andere Leute wegen mir am Leiden? Ja, weil du deinen Mund nicht aufkriegst und weil du nicht die Bestandteile des Islams nicht ansprechen möchtest. Wie stehst du zu dem Palästina-Israel-Konflikt gerade? Haben wir nichts mit zu tun. Wir weinen für beide Parteien. Ach so. Ja, jede unschuldige Seele, die getötet wird, ob es von den Israeliten sind oder von den Palästinensern, ist zu bedauern und wir weinen um jede Seele. Aber das, was die Hamas macht, das müssen wir aber klarstellen, dass sie in ihrem Charter drin stehen haben, dass das, was Mohammed ihnen mitgegeben hat, dass der Tag des Sündengerichts herkommt, bis man die Juden bekämpft und nackend therapiert. Kannst du ganz kurz Luft holen? Soll ich dir ein Asthma-Spray holen oder so? Nein, du brauchst mir kein Asthma-Spray zu holen. Du kannst Mohammed ein Asthma-Spray holen. Mariam. Nein, er provoziert mich sehr doll. Ja, aber man kann das mit Niveau erklären. Nein, er hat ja kein Niveau. Deswegen bringt er nichts, mit so einem Menschen zu reden, oder? Was war? Zwei gehirngewaschene eurostischer Muslimas. Muss ich mal vorstellen, die tragen Parfüm, schminken sich, Augenbrauen gezupft. Obwohl die Propheten sagen, ihr fährt zur Hölle. Ist das ein gehirngewaschenes Zeug hier? Das ist unglaublich. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie.
Ja, danke. Gott segne dich auch und deine Familie. Dankeschön. Amir, was sagst du zu Matthäus, wo Jesus Frauen mit Hunden verglichen hat? Wo Jesus Hunde mit Frauen verglichen hat? Frauen mit Hunden verglichen hat, genau. Frauen mit Hunden verglichen hat, ja, lies mal vor. Was? Ja, du kannst nicht rausgehen und lesen. Was? Das war Matthäus 15, 21 bis 38. Ja, lies mal vor. Aber wenn ich jetzt rausgehe, dann... mach doch deinen Laptop auf oder dein, was weiß ich was. Naja, ich hab keinen. Ich hab's nur über iPhone, Bro. Bist du ein Muslim? Aber hast du sowas nicht gehört? Ja, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ja gut, du weißt ja ganz genau, dass der Prophet gesagt hat, dass das Gebet durch einen Hund, einen Esel und eine Frau annulliert wird. Wie geht's denn damit um? Genau, lass uns ein bisschen über Mohammed lachen. Amir, du hast die Schweine vergessen, mein Lieber. Ja, da siehst du mal, dein Prophet hat gesagt, dass eine Frau, ein Hund und ein Esel gleichzusetzen ist. Und Aisha hat gesagt, Mohammed, du hast uns zu Hunden gemacht, Mann. Amir, du drehst die Spieße so schön rum, ey, mein Lieber. Ja, was mit mir hast du den besten Gesprächspartner. Was sagst du? Amir, was sagst du zu den Apostelgeschichten, mein Lieber? Ja, was soll's denn da? Oder Johannes 6, 38. Was sagst du dazu? Ja, dann lies mal vor, was da steht. Und ja, das beweist auch wieder, dass Jesus Gott ist. Pass mal auf. Lies mal vor. Eben das beweist... Nein, das weißt du. Hab ich dir schon letztens gesagt. Ich kenne euch alle. Macht euch keine Sorgen. Bei mir seid ihr gut aufgehoben. Macht euch keine Sorgen. Ich werde euch alle nacheinander schön therapieren. Wann bist du zu Hause, dass du deine schöne Bibel aufmachen kannst hier? Gleich bin ich zu Hause, aber du kannst dich ja gerne noch ein bisschen mit mir so unterhalten, mein Lieber. Und hast du Genesis gelesen, 1928? Ja, wer hat denn Genesis herabgesandt? Ja, aber trotzdem. Aber trotzdem! Und Armin, was? Manchmal bist du ein Atheist, manchmal bist du Moslem, manchmal bist du Christ. Je nach Lust und Laune, ne? Ist aber ja kein Armin, guck mal, was uns verbindet, die drei Weltreligionen, die haben denselben. Uns verbindet überhaupt gar nichts, ey. Dich verbindet höchstens Kamelurin mit einem Kamel, ja, das war's. Schön, Kamelurin mit Milch. Würdest du was trinken? Hast du mal Kamelurin probiert mit Milch? Nee, das überlasse ich dir, mein Lieber. Das ist mir ein bisschen zu stark. Da trinke ich lieber ein Glas Whisky. Das dürftest du eigentlich auch als gläubiger Christ, wusstest du? Natürlich nicht, das ist nur ein Scherz. Ich überlasse dir den Whisky und ich überlasse dir auch Kamelurin mit Milch. Ich denke, das kriegst du wohl hin. Ach, Armin, mein Lieber. Du weißt ja ganz genau, dass durch den Urin ja auch die Gifte des Körpers ausgeschieden werden. Und der Mohammed hat gesagt, trink einfach das Gift, das von einem Kamel ausgeschieden wird, trink das einfach als Heilmittel. In Jami al-Tirmidhi, Hadith 2042. Der Grad des Hadith ist Sahih. Und was sagst du in der Bibel, was geändert worden ist? Man darf ja eigentlich kein Schwein essen, aber tun tut sie trotzdem. Ja, der Herr Jesus Christus hat seinem Volk Israel die mosaischen Gesetze gegeben, um Israel reinzuhalten, bis der Messias kommt. Und der Messias kam und hat zu ihnen gesagt, nicht was in eurem Mund geht, macht euch unrein, sondern was aus eurem Mund rauskommt. Denn es gibt immer noch diese religiösen Pharisäer, die nicht weiterblicken wollen. Und genauso seid ihr, ihr Muslime. Ihr verbietet sogar Kamelfleisch zu essen, obwohl der Herr sowas nie verboten hat. Das ist ja das Kranke. Nein, Kamelfleisch darfst du essen. Obwohl der Herr gesagt hat, nein, macht's nicht. Darfst du essen. Ja, siehst du, und im Alten Testament heißt es, darfst du nicht essen. Was denn jetzt noch? Ja, aber du gehst ja nach dem Alten Testament. Nee, ich gehe überhaupt nicht nach dem Alten Testament. Aber es dient zur Überführung und zur Nützlichkeit und zum Schauen, wie der Herr Jesus Christus was, wo, wie, wann gesagt hat, um darauf Bezug zu nehmen und das im Neuen Testament, die Worte des Herrn. Okay. Ja. Du siehst ja, dass der Herr Jesus Christus sehr oft mit den Pharisäern spricht
und immer wieder Bezug zum Alten Testament nimmt, beispielsweise in Johannes 8, 58, als die Pharisäer ihn gefragt haben, ja, wer bist du denn? Da hat er zu ihnen gesagt, ehe Abraham ward, bin ich. Und dann haben die gesagt, ja wie, du bist nicht mal 50 Jahre alt und hast Vater Abraham gesehen. Ja. Und Jesus sagt, ehe Abraham ward, bin ich. Und dieses Ich Bin ist ja dieses, der Name des Gottes aus dem Alten Testament, Yahweh, als er sich Mose aus dem im Dornbusch vorgestellt hat. In 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Aber hey, du bist natürlich ein Atomwissenschaftler und kennst das alles. Amir, mein Lieber, guck mal, du hast so viele Argumente für den Islam, aber deine eigene Community fragt hier. Ich habe voll viele Argumente gegen den Islam, nicht für den Islam. Ja, halt gegen den Islam, aber guck mal, deine eigene Community fragt, wo steht, dass man kein Alkohol trinken darf in der Bibel? Wo steht, dass man keinen Alkohol trinken darf? Ja. Ja, das kannst du im Alten Testament nachschlagen. Du sollst dich ja nicht berauschen. Bravo, bravo. Ja. Aber tut dir trotzdem. Du sollst auch im Neuen Testament, sagt der Apostel Paulus, du sollst nicht Trunkenheit sein. Und wisse, dass die Trunkenden nicht das Reich Gottes erben werden. Das steht da drin. Ja. Weder die Zauberer, die Mörder, die Knabenschänder, die Trunkenbolte, ne? Aber Knabenschänder, dein Gott, ja in der, dein Gott in Allah, der Allah sagt in Surah An-Nahl, die Surah 16, Vers 67, dass du die Alkohol gären darfst und die gute Speise machen kannst. Ja. Aber die Muslime zur damaligen Zeit in Surah 4, Vers 43 kamen besoffen zur Moschee. Amir, ich finde, du bist so ein Komiker, ja. Ja, was denn? Was denn? Lachst du gerade über deinen eigenen Mann oder was? Amir, du hast eben gesagt Kinderschänder, ja, Knabenschänder und so weiter. Das haben wir doch. Das findet doch in der Kirche oft statt. Das wussten wir doch schon immer. Nee, durch Sure 65, Vers 4 hat Allah den pädophil gestörten Menschen Tür und Toren geöffnet, um Kleinstkinder auseinanderzunehmen. Das kannst du nachschlagen. Durch die Ausleger Tafsir ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari al-Jalalain. Alle sind auf meiner Seite und gegen dich. Du folgst einer Pädosekte. Ja, lach über deine Religion. Genau, lass uns lachen. Ich folge eine Pädosekte. Ja, natürlich, dein Prophet hat ein 6-jähriges Kind geheiratet und hat sie mit 9 Jahren auseinandergenommen. Wärst du bereit, dein Prophet in Fuß und Taten so hinterherzulaufen und das auch zu tun? Du gehst sonntags in die Kirche, schüttelst dem Priester die Hand und nimmst die kleinen Kinder vergewaltigt. Beantworte erstmal meine Frage, dann beantwortest du die nächste Frage. Ja genau, lach mal ein bisschen über Mohammed, komm. Ah, ich müsste über die Pädopriester lachen. Über die Pädopriester. Ja, dann kann ich mit dir lachen. Ich lache die genauso aus, weil sie fahren zur Hölle. Aber was machst du, wenn dein Vorbild ein kleines Kind angefasst hat? Würdest du dann auch noch lachen? Hä? Ja, nicht stumm schalten. Rebecca war eine erwachsene Frau. Ja, nicht stumm schalten. Fahr mal langsam, da ist ein Radar vor dir. Hallo. Ja, super, jetzt hat er einen Rücklauf. Schade. Sende nochmal eine Anfrage, ich will dich ein bisschen piesacken. Ich nehme dich mal eben kurz zum Frühstück. So ein Snack zwischendurch. Der ist so lost. Ja, der greift die pädophilen Pastoren und Priester an, was natürlich vollkommen in Ordnung ist. Da bin ich glatt mit ihm und ich glaube, jeder von uns ist auch. Oh, danke schön, Cousinus, danke wieder, danke euch alle. Da sind wir ja alle einer Meinung, oder nicht, meine Wundervollen? Ihr, meine lieben Geschwister, die ich euch über alles liebe. Seid ihr nicht mit mir, dass wir die pädophilen Pastoren und Priester verurteilen, die Kinder anfassen? Richtig? Richtig? Ja, das Logo, siehst du? Aber wie erklären die Muslime sich, dass ihr eigenes Vorbild ein 6-jähriges Kind angefasst hat und mit 9 Jahren mit ihr geschlafen hat? Kein Muslim hier in Europa würde es übers Herz bringen, ein kleines, unschuldiges Kind, das mit Puppen spielt, anzufassen. Warum verurteilen wir das denn nicht zusammen? Hä? Ah, wie ich euch liebe, ihr Lieben, ehrlich. Ihr seid wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ihr seid wundervoll, meine Lieben. Ja, das ist das, ne? Uns verbindet der eine Geist, aber auch die Moral, Ethik und Anstand, die wir haben, ne? Wo wir auf jeden Fall merken, ey, der Gott des Islams ist ja wie der Teufel. Der öffnet also Tür und Toren für pädophil gestörte Menschen, die legal an Kinder rankommen wollen. Das ist ja Wahnsinn.
Stell dir mal vor, dass diese pädophilen Pastoren und Priester das mitbekommen, dass durch Sure 65 Vers 4 sie Babys heiraten dürfen legal. Babys! Absolut krank. Absolut krank. Nur einer ist gut, sehr gut. Das habe ich auch die ganze Zeit im Kopf gehabt. Und zwar der Herr Jesus Christus, der nie eine Sünde getan hat. Amen. Ja. Gottes Segen, Bruder. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke, deine Familie auch und dich auch, Bruder. Bruder, diese Leute zum Beispiel, die wissen wahrscheinlich nicht, dass diese pädophilen Priester, ja, dass die auch genau wie der Islam für Satan arbeiten, weißt du? Und deswegen sagen die immer, ja, das ist, gehen die auf. Ja, was auf meinst du, denkst du, der Priester? Satan ist ja nicht gerissen? Er hat ja keine Chance mehr, die Bibel zu korrumpieren oder sie zu verfälschen. Ist ja überall auf der ganzen Welt verbreitet. Es ist vorbei. Er kann dich also nur bekommen mit Irrlehren oder mit neuen Religionen, die er an den Start bringt. Und somit versucht er auch, die Kirche von innen zu verseuchen und sie kaputt zu machen. Und das hat er geschafft. Die ganzen Großkirchen sind alle in seiner Hand. Nur noch einige wenige halten sich noch ganz fest an Jesus Christus. Einige wenige, die wir überhaupt gar nicht kennen. Gibt es vielleicht irgendwo auf der Welt, die Jesus Christus nur treu nachdienen? Aber die breite Masse ist verloren. Die ist ein Spielball in den Händen des Satans. Das ist das. Und deswegen schickt er solche pädophilen Pastoren und Priester in die Kirchen, schleust sie ein, damit der Glaube vor der Welt kaputt gemacht wird. Weil die Leute sind ja so behämmert und sagen, ah, guck mal, Christentum, so Kinderdings-Schänderei, guck mal, was die machen. Das sind die Christen. So beschränkten Horizont haben diese Leute. Schau dir das mal an. Obwohl Jesus Christus in Johannes 18 gesagt hat, wer auch nur ein Kind anfasst, es wäre besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird und er ins tiefste Meer versenkt wird. Aber da sind die nicht bereit, das zu lesen. Schau dir das an. Alle bekämpfen halt Jesus. Gesellschaft angekommen sind. Alle bekämpfen nur Jesus, Bruder, weil das sind alles diese Antichristen. Das sagt ja das Wort schon. Antichristen sind gegen Christus. Gegen Christus. Weil der ist nur der eine Wahre. Nur sein der Gegner. Eine Wahre. Er will nur Jesus Christus als Gegner. Alles andere gehört ihm. Kämpfen die nur Islam, gegen ihn, Buddhismus, weil Hinduismus, der einzig Wahre ist. Alles. Ja. Ja, und das hat er gut geschafft. Schau dir nur diese Gesellschaft an. Wenn du über Jesus Christus redest, was passiert? Oh, lass mich mal in Ruhe mit Jesus. Jesus hier, guck mal, diese ganzen pädophilen Pastoren und Priester. So sind sie. Guck dir das an. Was der Satan angerichtet hat. Wahnsinn, ne? Oder weißt du, wie das für mich so manchmal wirkt? Wenn zum Beispiel jemand so von Jesus redet oder ich weiß nicht, manche sind so wie als wo der Herr mit den Dämonen gesprochen hat früher, wie die haben gezappelt so. Und so kommen mir die Menschen manchmal vor, wenn du dir nur den Namen des Herrn erwähnst, die fangen an zu zappeln so, ne, als würde irgendwie ein Dämon die beherrschen und so, die werden völlig dagegen, so, weißt du? Weil in den Namen Jesu Christi alle Knie zittern, verstehst du? Sie werden sich sowieso beugen und die Menschen zittern vor dem Namen des Herrn Jesus Christus und die Dämonen sind sowieso alle am Zittern. Ja. Absolut, Bruder. Okay, mein Lieber. Danke dir für deine Dienst, Familie. Bruder. Ja. Gott segne dich und deine Familie, Bruder. Mach weiter. Ich war Zibril der Bürger. Sehr guter Name. Ja, Bruder. Okay, mein Lieber. Halt immer am Herrn Jesus Christus fest, ja? Immer, Bruder. Immer. Gottes Segen, mein Wundervoller. Dir auch. Komm, bitte noch einmal für uns, okay? Komm. Ich? Ja, du. Komm. Ja, Bruder, ich bete einfach ganz normal, so wie es. Bete zum Herrn Jesus Christus, lobpreise ihn und ehre ihm und gib ihm die Ehre. Natürlich, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Lieber Herr, ich danke dir für alles, was du für uns getan hast, dass du für uns, du hast uns nicht nur das Leben gegeben, sondern du hast dein Leben für uns gegeben, lieber Herr. Also was Größeres kann man nicht bringen, ja. Und so sehr hast du uns geliebt, lieber Vater. Ich danke dir vom ganzen Herzen und ewiglich werde ich dir danken. Ich danke dem Herrn. Amen. Wundervoll. Ja, Bruder. Danksagung bringen. Ja. Amen. Ich danke dir vom ganzen Herzen, mein Herr und mein Gott,
Jesus Christus, dass du uns aus dieser Finsternis rausgeholt hast und uns gezeigt hast, wer der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist, Herr Jesus Christus. Wir beugen unsere Knie vor dir und geben dir die Ehre, Herr. Und somit geben wir auch dem Gott, dem Vater, die Ehre, Herr Jesus Christus. Denn du bist unser Vorbild und mit dir an unserer Seite schämen wir uns nicht. Denn du hast keine Sünde begangen, so wie die anderen Menschen, die hier auf der Erde gelebt haben. Und du hast uns gezeigt, wie wundervoll man überhaupt leben kann, Herr Jesus Christus. Ich staune immer wieder über deine wundervollen Worte, über deinen Werdegang, wie du gelebt hast, Herr Jesus Christus, wie du uns geliebt hast. Nicht nur mit Worten, Herr, sondern auch in Taten, Herr Jesus Christus, dass du jede einzelne Seele, die hier drin ist, im Mutterleib schon geformt hast und in He und Eh geliebt hast, Herr Jesus Christus. Danke, dass du auch unsere Haare auf unserem Haupt gezählt hast, Herr. Und uns immer mit einer Liebe begossen hast, dass es unglaublich ist. Denn deine Liebe soll uns wahrhaftig überströmen, Herr Jesus Christus. Und wir wollen das Böse mit Gutem überwinden, Herr. Und die Wahrheit sprechen, selbst wenn es uns an den Kragen geht, Herr Jesus. Wir stehen zu dir, Herr Jesus Christus, und in dir leben, weben und sterben wir, Herr. Und wir beten auch für unsere Geschwister, die niemals vergessen werden, in keinem einzigen Gebet, Herr Jesus Christus, die von den Muslimen verfolgt werden und ja, wie Dreck behandelt werden, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ihnen die Tore des Himmels öffnest, Herr, und sie in deine Arme nimmst und ihnen den höchsten Platz neben dir gibst, Herr Jesus Christus, die ihr Leben wegen an dem Glauben an dir verloren haben, Herr Jesus. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 So muss das sein. Aus dem tiefsten Herzen nicht eine Bushaltestelle warten. Es ist jetzt 16 Uhr noch was. Ich muss jetzt Gott anbeten und verschiedene komische Ausführungen machen. Nein. Und andersgläubige verfluchen dabei. Aus dem Herzen heraus. Gott will dein Herz und nicht dieses auswendig gelernte Runterbrettern, wie mantraartig, dass man runterbrettert. Nein, das will Gott nicht. Nein. Das ist Zwangsstörung, Mann. Das hat nichts mehr mit Glaube an Gott zu tun. Nichts. Das ist lebendige Hoffnung, das ist lebendiger Glaube, das ist lebendige Liebe und das hat uns Jesus Christus beigebracht. Amen. Amen, amen, amen. Ach, okay. Danke dir, Bruder, ja. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Und deine Familie. Ciao. Ciao. Oh, Junge, 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 wie lange noch mit dir, Mann? Wie lange soll ich meinen Kopf nur mit dir kaputt machen? Sag mir. Wie lange soll ich noch Dua machen gegen dich? Wie soll ich, danke, Mario. Wie soll ich meinen Kopf noch mit dir kaputt machen? Ne? Du brauchst nicht. Du musst einfach nur Aschwadatteln essen mit ein bisschen Gurken und dann ist alles gut. Aber das Problem ist, meine Frage beantwortest du seit fünfmal ständig. Kannst du mal bitte deutlicher reden oder hast du das Handy im Mund? Du bist aber einer, echt. Sag mal meine Frage. Hast du ja, immer aber erstmal rede deutlicher, Mann. Was hast du mit dem Handy gemacht? Warte, einen Moment. Ja, jetzt ist besser. Was hast du gemacht? So. Ich hoffe nicht, dass du nicht weißt, wo deine Hand gerade war, wie der Hadith gesagt hat. Kennst du das, als dieser Imam oder Sheikh eine Predigt hält und sagt, ja. Mohammed hat gesagt, dass man nicht weiß, wo deine Hand am Abend, während man schläft, gewesen ist, sein Hintern gewesen ist. Und dann gibt es eine Geschichte, in dem ein Mann samt seinem Arm mit dem Ellenbogen in sein Hintern aufgewacht ist und am nächsten Morgen Beschwerden hatte und eine Ratte geboren hat. Was für ein Blödhaufen, ey. Oh mein Gott! Siehst du, und da soll die Wahrheit an dich liegen. Ich glaube nicht, dass du die Wahrheit beträgst. Da kam eine Zahnbürste mit einer Ratte raus! Stell dir mal vor, du sagst, du gehst hier in Deutschland rum und erzählst den Leuten, das ist doch physikalisch gar nicht möglich, dass du mit dem Hand samt deinem Ellenbogen in deinem Hintern aufwachst. So Blödsinn, Mann. Okay, jetzt mal eine Frage an dich, Eddie. Ich lass dich lachen,
Du bist glücklich und jetzt meine Frage. Ich bin so glücklich, das glaubst du gar nicht. Ne? Es ist so heftig. Ich lass dich lachen. Jesus Christus gibt mir Hoffnung. Jesus Christus gibt mir Liebe. Jesus Christus gibt mir Zuversicht. Jesus Christus gibt mir die Kraft. Der Herr Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Okay. Er ist die Tür. Er ist das Brot des Lebens, er ist das lebendige Wasser. Von ihm solltest du lernen, bei ihm solltest du hingehen. Okay, bei ihm solltest du deine Schuld lassen. Darf ich jetzt meine Frage stellen? Jetzt darfst du deine Frage stellen. Ich musste kurz meinen Herr Jesus Christus loben, preisen und ehren. Genau, das ist ein Prophet und das ist ein Mensch. Nein, das ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Okay, das ist für dich, aber nicht für mich. Meine Frage ist, Beweis mal bitte von der Bibel, dass dich Jesus erschaffen hat. Ja, haben wir doch schon mal gerade eben durchgegangen. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles ist durch das Wort entstanden. Und nicht eines wurde nicht durch das Wort gemacht. Und du siehst, dass alles gemacht wurde. Wie hat denn Allah alles gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Koran gesagt, ich habe die Dschinn und die Menschen nur aus einem einzigen Grund erschaffen, dass die mir dienen. Ja, aber das war nicht meine Frage. Wie hat Allah die Welt geschaffen? Wie Gott die Welt geschaffen hat? Das ist zu schwer für dich. Nee, das ist ganz einfach. Bitte. Ja, Allah sagt, kun fayakun, sei und es ist, also durch sein? Das ist keine Erschaffung. Wie hat Allah die Welt und das ganze Universum geschaffen? Durch sein Wort. Guck mal, sei und es ist geworden. Aber die Frage ist, durch was hat Allah subhanahu wa ta'ala die Welt erschaffen? Durch sein Wort, durch sein Kalam. Ah, siehst du? Also du weißt irgendwas. Du kennst die Wahrheit. Und das beweist, dass Jesus Gott ist. Warte. Du kennst die Wahrheit, aber du leugnest die. Okay, ist das Wort von Allah ewig oder erschaffen? Das ist ewig. Dankeschön, dann ist Jesus Christus Gott. Sure 4, Vers 171. Ja, Jesus Christus ist das Wort von Allah und sein Geist. Dankeschön. Was ist der? Was ist der? Aber wenn er Jesus Gott ist, warum wurde der angekreuzt? Ein Gott, man kann nicht. Du hast dich gerade selbst mit einem Ballermann weggeschossen. Aber du kannst dich doch nicht selber mit deinem. Du hast dich gerade weggeballert, Mann. Ich baller dich doch die ganze Zeit, aber du verstehst das gar nicht. Ich baller mich die ganze Zeit. So. Wer weiß mir, dass Jesus dich erschaffen hat? Ich baller mich die ganze Zeit. Ja, sehr gut. Habt ihr gesehen? Sobald, es ist egal, wie sie es drehen und wenden, das ist das. Sure 4, 171 ist ein Brett gegen das Gesicht der Muslime, ne? Dass der Allah sagt, dass Jesus Christus sein Wort ist und sein Geist, dass der Maria entbot. Ja, wo war denn dieses Wort, bis es in Maria eingehaucht wurde? Wo war denn dieses Wort? In Ewigkeit mit Gott. Und so heißt es im Prolog von Johannes Evangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort entstanden, siehst du. Ein riesen Fehler im Koran, Riesenfehler. Und daran sehen wir diese christozentrische Sichtweise des Korans. Ne? Heftig, ne? Aus dem Johannesevangelium. Da kommt der Koran auch nicht mehr raus. Das ist das. Denn wenn der Muslim sagt, dass das Wort von seinem Gott erschaffen ist, dann kann ja Gott nicht Gott sein. Denn sein Wort ist ja nicht unabhängig von ihm. Sein Wort ist in Ewigkeit mit ihm. Und alles, was ewig ist, ist Gott. Denn Gott ist Ewigkeit. Das war's. Knockout für Islam. Boom. So sieht das aus, meine Kleinen. Wer will noch, wer hat noch nicht? Wer will noch, wer hat noch nicht, meine Süßen? Hallo? Hallo? Ich muss auch reden und dich nicht stumm schalten. Till Lindemann. Ja.
Also, hallo? Hallo? Meine Fresse. Die schlafen alle. Ey, was ist denn hier los, Mann? Ich hol die rein, die gehen alle raus. Was ist denn mit euch los? Der hier ist der Scherinator. Dr. Scherinator. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Heiß und fettig. Hallo? 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 Is it me you ever know? I can see it in your eyes. Komm und rede mit mir jetzt. Hallo? Ja, dann nicht. Komm. Ist gut. Habe ich keine Lust. Hallo. Ja, der hat wenigstens einen guten Schlaf. Nicht. Der hat wenigstens einen guten Schlaf. Oh, dankeschön, dankeschön. Wo steht das Dank. mit dem einer wacht auf mit Hand hinten? Ja, da gibt's wirklich eine Geschichte, die Ibn Kathir zitiert, die authentisch überliefert wurde. Und das hat der Chef in seiner Khutbah erwähnt und hat gesagt, ja, das steht so in dem Hadith. Ich kann nichts machen, das steht da. Was soll ich machen? Wir müssen also dran glauben. Also ein Blödhaufen. Oi. Ja, das ist das Traurige, das ist das Traurige, Traurige. Musst du dir mal vorstellen, du wachst aus. Ja, ein Mann wacht mit seinem Arm samt Ellenbogen in seinem Hintern auf. Und dann gebärt er eine Ratte und holt eine Zahnbürste raus. Das muss es geben. Was eine kranke Sekte. Und das soll hier in Deutschland soll Fuß fassen. Sowas. Der Islam dürfte niemals hier in Deutschland Fuß fassen, Europa. Diese Religion hätte verbannt werden müssen aus ganz Europa. Das ist unglaublich, Mann. Unglaublich. Und wegen sowas gehen die auch noch Menschen umbringen. Ne? Das muss es immer geben. Amir, hast du gerade die Quelle parat oder musst du raussuchen? Da muss man raussuchen, aber kann ich sofort, kann ich demnächst machen. Das werde ich dann auch auf dem. Der Rob Christian hat das einmal hier, wo ich mit ihm live war zusammen, hat uns das allen gezeigt. Ich habe vergessen, das zu screenshotten. Das war aus dem Tafsir von Ibn Kathir in Al-Bidaya wal-Nihaya. Aus einem seiner Bücher. Ja, der hat ja, wie viele Bücher hat er denn? Der hat Bänder vollgeschrieben, dieser Ibn Kathir. Muss dir mal vorstellen, das, was im Englischen übersetzt wurde, ist nicht das Akkurate, was Ibn Kathir wirklich gesagt hat. Das muss dir mal gehen, das ist eine gefilterte Version von Ibn Kathir. Weil seine Tafsire natürlich sehr, sehr ultra brutal sind. Und ja, uns die unschöne Wahrheit über den Islam präsentieren. Das ist das. Ja, wenn man im Internet einen Tafsir von ihm aufschlägt, da sagt jeder was anderes, weil. Natürlich, manche Sachen sind so. Du musst Arabisch können, du musst Arabisch lesen und sprechen können, damit du auf die offizielle Seite von Saudi-Arabien gehst und dort kannst du die Tafsire der Gelehrten dir dann durchlesen. Aber solange du kein Arabisch verstehst, haben die Muslime natürlich einen sehr, sehr besseren Vorteil dir gegenüber. Ne? Die können dann halt immer sagen, ja, du kannst kein Arabisch, du verstehst kein Arabisch. Ne? Deswegen brauchst du halt immer eine neutrale arabische Person, die sich das Ganze dann betrachtet und dir das dann vorliest, was dann wirklich steht. Ja, der Muslim ist ja dazu verpflichtet zu täuschen und zu lügen. Ne? Du weißt ja, nach Sure 3, Vers 28 befindet er sich hier in der Autorität der ungläubigen Macht und so darf er das wahre Gesicht des Islams verstellen. Das erlaubt ihn sein Teufelsgott, ne? Und die Gelehrten. Ja, aber was macht denn dann so ein armer Muslim, der gar kein Arabisch kann? Ich habe einen Freund, er ist Muslim. Okay, nicht wirklich Freund. Also ein Ex-Schulkamerad. Und er sagt, ja, ich kann den Koran nicht lesen, aber es ist die Wahrheit. Aber ich kann kein Arabisch, deshalb kann ich ihn nicht lesen. Ja, aber ja der muss sich also auch auf eine Übersetzung verlassen. Ne? Aber du weißt ja, so wie die Muslime argumentieren, sagen sie ja, den Koran kann man nicht übersetzen. Ja, danke. Da hat Allah den größten Fehler gemacht, nämlich eine Sprache auszuwählen, die man überhaupt nicht übersetzen kann und die man überhaupt gar nicht in irgendeine Sprache den Menschen weitergeben kann, um eine Rechtleitung zu erfahren. Das ist ein völliger Blödsinn.
Nein, man kann jede Sprache gefällt, in eine andere Sprache übersetzen. Und die Leute heutzutage können ja auch Google Übersetzer übernehmen. Ja. Noch schlimmer ist ja dann aber sein Projekt, was er ja mit Jesus dann versucht hat, wenn er ja allwissend ist. Er hat ja das dümmste Missgeschick gemacht, da Jesus überhaupt da reinzustellen, weil er ja damit laut aus der muslimischen Sicht das ganze Christentum entstehen lassen hat. Ja, genau, richtig. Also er täuscht die ganze Christenheit, lässt es so aussehen, als würde Jesus gekreuzigt werden, anstatt das sofort aufzudecken, wartet er einfach 600 Jahre, lässt Millionen und Abermillionen Menschen an die Kreuzigung glauben und dann kommt er mit einem neuen Propheten und sagt, Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt, er ist erschienen, nur viel mehr so. Muss ich mal vorstellen. Ja, und alle 66 Bücher sind verfälscht, leider. Ja, ja, genau. Obwohl wir Abschriften haben aus dem 1., 2., 3., 4. Jahrhundert, die mit unseren Bibeln übereinstimmen. Wann soll denn eine Verfälschung stattgefunden haben? Völliger Blödsinn, Mann. Das ist ein Mythos, die Bibelverfälschung. Nein, ja, wir haben Abschriften. Und die Koran waren ein Knockout für alle Muslime, um die Schrift zu bestätigen. Mohammed kommt, um die Schrift zu bestätigen. Ja, wie sollte denn überhaupt irgendwas verstanden haben, wenn er sowieso nicht lesen und schreiben konnte? Ja, wundervoll. Stell dir mal vor, der sagt seinen Schreibern, schreibt das und das auf und auf einmal machen die ein Backrezept schreiben die da rein. Kann er das nachprüfen, was sie da reingeschrieben haben? Nein! Siehst du, wie verrückt? Ja, aber ich denke, Mohammed, da wurde schon vorher was gemacht. Mohammed hatte nichts, ich glaube sogar, er hat da gar nichts damit wirklich zu tun gehabt. Dieser Birmingham-Koran, der wurde ja schon vor ihm datiert. Da wurde viel zusammengewürfelt. So sieht's Urban, aus. Urban erzählt mir ja immer sehr viel, von vorne und hinten keinen Sinn ergibt, dass da was dazu gemacht wurde, hier ein bisschen rumgestrichen wurde. Dass das alles von vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Ja, die Funde von Sana, ne, bei der Restauration in der großen Moschee in Sana in Jemen, wurden Koranfragmente, Koranexemplare gefunden, die auf die Zeit vor Uthman sogar datiert wurden. Ne? Das ist krank. Und da siehst du, dass Abweichungen stattfanden. Ne? Keiner weiß wirklich heute, welcher Koran, welche Rezitation jetzt wirklich von Allah herabgesandt wurde, welche Kiraat, Leseart, die wahre Leseart von Allah ist. Ne, welche Rezitation? Keiner weiß das. Ja, der Birmingham-Koran hat ja nicht mal die, die Vokale da oben. Gar nichts, das ist das Problem. Das ist ja auch noch was ganz anderes. Ja. Der ist ja nicht mal, da wurde ja auch dann schon was verfälscht quasi. Da wurden Vokale dazugefügt. Ja. Jeder kann sich das mal angucken. Die Muslime haben einfach nur eine standardisierte Version von der Kairo-Universität aus 1924. Ja, ja. Das ist das. Die Kairo, also die Al-Azhar-Universität hat den Koran nochmal standardisiert und den Muslimen mitgegeben, damit sie den lesen. Das war's. Mehr haben sie gar nicht. Nur eine Fassung aus 1924 aus Kairo. Wahnsinn, ne? Ja. Eieiei. Das ist das Problem, was die Muslime haben, ne? Sehr, sehr armselig. Und dann wollen sie gegen den Gott der Bibel wettern, indem zigtausende von griechischen Manuskripten, lateinischen Manuskripten, alles vorhanden ist und man das Neue Testament perfekt rekonstruieren kann. Und dann kommen die und sagen, es ist verfälscht. Das ist so, das grenzt an Frechheit. Das ist unglaublich. Man merkt, dass er Satan ist. Satan hat seine Hände im Spiel. Der diesen Menschen das ins Ohr flüstert und das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Diese Bibelverfälschung, so behämmert, so krank. Ja. Okay, mein Lieber, dann Gott segne zu deiner Familie. Mach's gut. Ciao. Immer wenn jemand Blödsinn erzählt, muss man das machen, wenn er verkackt hat. Du hast den Zorn gezogen. Zorn, ja.
Hinter welcher Tür befindet sich denn der wahre? Der wahre Glaube. Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Für welches Tor entscheidest du dich? Und dann entscheidet der Muslim sich für das falsche Tor. Dann musst du leider ab in den, du weißt schon, in die ewige Verdammnis. Tor 1 ist Aisha. Hallo? Eine Witzka. Hi. Ach, du bist eine Frau, okay. Gott segne die Familie. Ich habe eine Frage an dich. Ja, manchmal habe ich Angst, dass sie zu viel Kamelurin getrunken haben, dass die Stimme sich dann verändert hat und sie dann weiblicher wird. Okay. Okay. Ich habe eine Frage an dich. Aber nur eine, ne? Ja. Okay. Bis jetzt ja. Amir, erstmal danke, dass du mich hochgenommen hast. Hätte ich nicht mit gerechnet jetzt. Warum? Ist doch selbstverständlich. Ich nehme jeden hoch. Ehrlich? Ja, ich rede mit jedem. Ich habe keine Angst vor keinem. Ich hab eigentlich nur eine Frage. Ja. Die ist sehr emotional. Emotional soll ich schon mal die Taschentücher rausholen. Vielleicht kann es sein, dass ich weine. Oder was weiß meinst du? Okay, dann erzähl mal. Ich habe eine Frage, warum Gott mich so bestraft. Dann liebt er dich, weil er dich züchtigt. Diejenigen, die ich liebe, züchtige ich, sagt der Herr Jesus Christus. Seit meiner Kindheit bestraft er mich? Ja, denkst du, du bist die Einzige, die leidet? Meinst du, du bist die einzige Person, die von Herrn Jesus Christus gezüchtigt wird aus Liebe heraus? Und man immer wieder fragt, Herr, warum mir? Was habe ich getan in diesem Leben, dass er mich so bestraft? Du hast gar nichts getan, aber es gibt einige Momente in deinem Leben, wo du etwas getan hast, was der Herr ihm überhaupt nicht gefallen hat. In meinem Leben habe ich nichts Falsches getan. Ach, du hast nichts Falsches getan, also bist du perfekt. Nein, perfekt nicht, aber ich bin ein gutherziger Mensch und ein gutherziger ich habe starke Mensch. Empathie du selber sagst von dir, dass du gutherzig bist, meine Liebe? Ja. Nein, es gibt keine gutherzigen Menschen. Es gibt überhaupt keine guten Menschen hier auf dieser Erde, denn wir allesamt haben die Herrlichkeit. Ich sage das nicht, ich zitiere dir gerade die Bibel. Aber alles, ich habe niemandem etwas getan und ich würde auch niemandem etwas tun. Ja, aber das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Doch, warum bin ich weil so bestraft in diesem Leben? Ich habe nichts getan, nichts Schlimmes, verstehst du? Ich habe starke Empathie zu Tieren. Wenn ich sehe, dass irgendein Tier leidet, dann leide ich mit. Okay, das ist doch alles schön und gut. Ja. Aber es gibt Momente in deinem Leben, wo der Herr Jesus Christus dir dabei zugeguckt hat und er war nicht so begeistert von deinem Werdegang und deinem von deinem Glaubensleben. Okay. Musst du umrechnen. Hast du dir schon mal das Buch Hiob mal durchgelesen? Nein. Der Hiob, der war ein sehr, sehr rechtschaffener Mensch. Er hat Gott mit ganzem Herzen geliebt und alles so gemacht, wie Gott das wollte. Aber der Satan dazu Gott gesagt hat, lass mich mal Hiob antasten. Er wird dich verlassen und er wird sich abkehren von dir. Und Satan hat alles versucht und Hiob so wegzuholen von Gott. Und Hiob hat sogar Gott dafür gedankt, dass er in solch Prüfungen hineingeht und fast sein Leben verloren hat, sein ganzes Hab und Gut. Und trotzdem hat er Gott gepriesen und ihm gedankt für alles. Wahnsinn, ne? Was für ein Glaube. Okay. Siehst du? Und deswegen bist du heute bei mir und der Herr will dir sagen, du, meine Liebe, setz dich heute hin und dann liest du mal das Buch Hiob. Ja, damit du verstehst, was Hiob durchgemacht hat. Ja, aber wenn der mal sieht, was ich durchgemacht hat, also ja, mein ganzes Finger schon in meiner Kindheit an. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das hat sich auch nicht geändert. Also es ist immer eine Tragödie gewesen. Also es ist. Ja. Und ich frage mich, warum? Warum muss ich das alles erleben hier? Warum, was ich jemandem getan habe, dass ich das hier alles erleben muss? Warum? Ja, das kann ich nicht sagen, wenn warum will er das? Christus bin. Ich kann dir nur aus der Perspektive der Bibel sagen, dass der Herr Jesus Christus, diejenigen, die ich liebe, sagt der Herr, die züchtige ich auch. Also hast du irgendwas getan in deinem Leben? Ich habe nichts getan.
Ja, siehst du weißt aber nicht, was du getan hast. Er weiß aber, was du getan hast. Ach so, weiß er das. Da weiß er mehr als ich anscheinend. Ich danke dir, dass du dabei warst. Du fragst gerade, er weiß das. Natürlich weiß er das, er weiß doch alles. Ach so. Okay, siehst du, du merkst gerade, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, siehst du. Heide Witzke. Wundervoll. Ach, er weiß das. Was ist das denn? Was ist das für eine Frage, Mann? Ich verstehe das nicht. Ja, schönen guten Abend. Hallo, mein Lieber, Gott segne für deine Familie. Dankeschön, deine auch. Fahr vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Ich bin sehr, sehr geübt. Das freut mich. Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Was bist du eigentlich für ein Landsmann, wollte ich wissen. Ich bin einfach ein Mensch. Okay. Ja. Ich bin zum Beispiel die Jeside. Die Jeside? Ja. Und ich habe öfters deinen Stream gesehen. Und ich habe nicht so genau deinen Weg jetzt bisher verstanden. Wie das dazu kam, dass du quasi jetzt Christ geworden bist. Ja, ich habe mich hingesetzt und bin dem Ganzen nachgegangen. Ich habe mir Zeit für dieses Thema genommen mit Gott und wollte herausfinden, ob der Islam eine Religion, so wie die Imame und Schiuchs immer sagen, dass es die Wahrheit ist. Da habe ich einmal auf den Prüfstand geschickt und dann habe ich herausgefunden, dass er überhaupt nicht die Wahrheit ist und dass Mohammed auch niemals ein Prophet war und diese Religion überhaupt nicht von Gott ist und der Allah einfach ein Mondgötze aus Saudi-Arabien ist. Ne? Und was sagst du zu den ganzen, was jetzt auch immer im Social Media gepostet wird, von wegen, ja, der Koran hat die ganzen Mythen oder wie sagt man, so Sachen, was Wissenschaftler herausgefunden haben, hat der schon vor Jahren, hat er das schon vorausgesagt? Was denn zum Beispiel? Ich weiß jetzt nicht genau, aber die sagen immer, da soll irgendwas schon passiert sein, was im Koran stand. Und das wird es alles sich bewahrheiten, sowas sagen die immer. Völliger Blödsinn, der Koran ist kein Buch der Prophezeiungen, nein. Der Koran ist einfach nur von Mohammed in die Welt gerufen worden, um seine Gelüste nachzugehen. Das kannst du ganz deutlich sehen. Das kannst du ganz deutlich sehen in Sure 33, Vers 50, wo Mohammed einfach wie jeder andere Kultlieder von seinem sozusagen imaginären Gott bevorzugt wird vor allen anderen. Und dann siehst du auf einmal, dass wenn die Augen des Propheten in Anführungsstrichen, auf deine Frau fällt, musst du dich scheiden lassen, damit Mohammed sie in Ruhe punkten kann. Ist das ein Prophet? Ist das die Religion Gottes, die ihm sowas erlaubt? Und hast du auch richtig den Islam, sag ich mal, ausgelebt, praktiziert? Ja, natürlich. Eines Tages gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich auf dem Weg war, ein richtig frommer Moslem zu werden. Ich habe mich also intensiv hingesetzt, war beim islamischen Unterricht dabei und. Und was hältst du von der Art, dass sie auf dem Boden beten? Was soll ich denn davon halten? Die Buddhisten beten auch auf dem Boden. Sind sie jetzt gottergebene Menschen oder was? Aber die Haltung generell, ich habe mal gehört, das soll sehr gesund sein. Sehr gesund sein, indem man seinen Hintern nach oben streckt, damit Satan mit seinem Anushaare spielt, ne? So wie Mohammed gesagt hat. Was heißt das? Hat er das gesagt? Ja, er hat gesagt, ihr müsst vorsichtig sein, während ihr betet, weil der Satan zu euch hingekommen kommt, also angeschlichen kommt und mit euren Anushaaren spielt. Ach du Scheiße. Ja, ist das ein Prophet Gottes oder stand der in Illusion? Ja, ich kann dazu nicht viel sagen. Ich finde es nur sehr interessant, weil ich so immer sehr viel Positives, ich höre nur die positiven Sachen, also ich höre viele positiven Sachen oder ich höre nur, wir sind ja Jesiden, die haben ja jetzt vor 10 Jahren nochmal die Jesiden versucht auszurotten, angegriffen. Das ist ja vor 10 Jahren da im Irak, Syrien nochmal passiert.
Deswegen, ja. Von Muslimen hört man natürlich immer sowas. Aber sonst höre ich immer so positive Sachen, dass die Leute da richtig zufrieden sind, dass Christen auch zum Islam wechseln zum Beispiel. Ja, das ist das. Ne? Die viele Jesiden, die kennen sich auch aus mit dem Koran. Die wissen ganz genau, dass nach Sure 9, Vers 5 sie auch unter diesem Urteil kommen und für sie nur konvertieren oder sterben drin ist. Ne? Für sie gibt es ja keine Möglichkeit, die Jizya zu bezahlen. Sie dürfen entweder nur konvertieren oder sie müssen hingerichtet werden. Traurig. Danke, Ali. Vielen Dank. Gut. Alte Witzka, du kannst gleich nochmal reinkommen. Das war mir gerade ein bisschen zu viel, was du gerade gesagt hast. Ja? Was war mit dem Mädchen los? Ihr ging's ja nicht gut. Die hat so getan, als würde Gott das nicht wissen. Ja, was ist das für eine Frage, wo ich gesagt habe, ist das jetzt gerade ernst? Oder will die mich gerade hochnehmen? Oder was ist das? Auf den Arm nehmen? Aber es ist auch mittlerweile so geworden, dass wirklich viele Menschen gar nicht an Gott glauben, sondern auch einfach das Kreuz, weil es schön ist, vielleicht mal dahin machen oder weil es in Social Media gut ankommt. Weiß ich meine, auch bei den Muslimen, viele sind jetzt die großen muslimischen Prediger, aber in Wahrheit sind das die größten Verbrecher, weißt du? Deswegen, die Leute, das hat man auch bei den Mädchen gemerkt, die glaubt nicht richtig an Gott und das ist wirklich das Problem. Die Leute glauben nicht an Gott. Ja. Das ist das Problem. Okay, mein Lieber, dann wünsche dir Gottes Segen. Möge der Jesus Christus dir eines Tages deine Augen öffnen, dass du anfängst, die Bibel zu lesen und ihn kennenzulernen. Ne? Das wäre mein größter Wunsch. Ja, wir sind ja zum Glück auch hier zur Grundschule, zum Kindergarten gegangen in Deutschland. Da durften wir ja auch immer zur Kirche mitgehen. Deswegen, einiges ist natürlich noch hängen geblieben. Und ich habe auch mal so die Bibel hinter schwedischen Gardinen, habe ich die mal ein bisschen mehr gelesen. Okay. Das ist sehr schön auf jeden Fall. Ja, wundervoll. Dann nimm dir auch hier jetzt in der Freiheit Zeit dafür. Wird bestimmt dazu kommen. Wir sprechen uns bestimmt nochmal. Ja, okay, mein Lieber. Einen angenehmen Abend. Ich dir auch, mein wundervoller. Mach's gut. Ich folge dir. Ciao. Okay. Ja. So. Heide Witzka, du kannst noch mal eine Anfrage stellen, wenn du möchtest. Heide Witzka. Bro, rede aus dem Heiligen Geist zu ihr. Was soll ich denn anderes sagen, als was die Bibel sagt? Ich habe ihr direkt einen Vergleich dazu gestellt, weil sie sich selber sie habt ja selber gehört, sie sagt, ich bin doch ein Guter, ich habe doch niemand etwas Böses getan. Ja, du hast vielleicht niemand etwas Böses getan, aber du hast in deinem Leben irgendwas getan, was dem Herrn nicht gefallen hat. Und dann sagte sie, ja, weiß er das? Ja, natürlich weiß er das. Er sieht doch alles, was du in deinem Leben getan hast. Hä? Manche Leute, ohne Spaß, ist unglaublich. Ist sie überhaupt noch hier drin oder was? Ja, genau. Sie hat auch gesagt, dann weiß er ja mehr als ich. Sehr gut aufgepasst, Elisa. Dann weiß er ja mehr als ich. Das ist ja Blasphemie, Mann. Unfassbar. Danke, Benno. Ja, die geben Gott die Schuld für ihre missliche Lage. Das ist unglaublich. Ja, wenn du in verschiedenen Szenarien
etwas Leid auch erfahren muss, dann heißt es, dass Gott dich nicht hasst, sondern dass Gott dich durch verschiedene Prüfungen schickt, um dich zu läutern, ne? Das ist das. Sie braucht Vergebung, ja, Amen, genau. Naja. Hallo, Bruder. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, Bruder, dich auch. Oh danke. Mein Gott, Digga, ich bin gerade so nervös, ne, ich schwöre. Warum? Weil ich das zum ersten Mal mit dir sozusagen live bin. Ich verfolge dich auch so auf YouTube, so auf deine 3-Stunden-Lives und sowas. Ja, wunderbar. Ich liebe deine Lives, die sind so lustig. Du sollst den Herrn Jesus Christus lieben, nicht meine Lives. Den tue ich natürlich auch lieben, mein Bruder. Nein, den als erster Stelle, nicht und danach irgendwann mal meine Lives. Deine Lives. Als erstes den Jesus Christus auf erster Stelle. Als erstes Jesus Christus, den Herrn Jesus Christus auf der ersten Stelle und danach deine Lives. So will ich das sehen. Immer der Herr Jesus Christus als erstes. Auf erster Stelle, immer im Herz behalten. Ja, Amen. Aber okay, ich wollte nur eine Frage stellen. Weißt du, was christliche Märtyrer sind? Weil ich kenne das Wort sozusagen nicht. Ja, christliche Märtyrer sind diejenigen, die ihr Leben für Jesus Christus lassen. Im friedlichen Sinne, dass sie zu Jesus Christus stehen, auch wenn es brenzlig wird. Zum Beispiel, wenn ein Christ in den islamischen Ländern lebt, dass er unerschrocken auch von Jesus Christus redet, auch wenn sein Leben davon abhängt. Also auch wenn sein Leben dadurch in Gefahr gerät. Dass er nicht schweigt, dass er Gott mehr liebt als die Menschen. Verstehst du? Und ja, somit das Todesurteil dann über ihn gesprochen wird. Aber er friedlich in den Tod geht sozusagen für Jesus Christus. Das ist ein wahrer Märtyrer. Das, was Allah da macht mit seiner Religion, das ist kein Märtyrertum. Das ist einfach nur teuflisch. Und zwar, wenn du selber dein Leben nimmst und das Leben anderer. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Ah, danke schön. Also diese Leute, die auch vom ISIS und sowas, auch Al-Qaida und sowas auch hingerichtet werden in Libanon, glaube ich, war es doch. Das kannst du anhand zwei guter Beispiele sehen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 58, haben wir den ersten Märtyrer, der für den Glauben an den Herrn Jesus Christus... Ihn doch sogar. Das ist ja, genau, der Stephanus. Ich dachte, der römische Dings, der beim Kreuz, bei der Kreuzigung des Herrn auch dabei war. Ich rede gerade vom ersten christlichen Märtyrer, das ist Stephanus. Er wurde für seinen Glauben gesteinigt, weil er an Jesus Christus festgehalten hat und auch eisern da hintergeblieben ist, hat der damalige Sanhedrin, der Paulus, da war er noch Saulus, hat angeordnet, den Stephanus umbringen zu lassen. Wahnsinn, ne? Er war ein Hardcore-Mörder, der Paulus. Er hat die Gemeinde Christi verfolgen lassen und er hat den Befehl gegeben, Stephanus zu steinigen. Und ja, genau. Das ist ein richtiger Märtyrer. Das ist ein wahrer Märtyrer. Und dann auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel so Selbstmordattentäter, wie sind sich verlorene Menschen. Genau. Wie sie sich in die Luft sprengen und mit Allah den Vertrag eingehen in Surah 9, Vers 111, wo Allah von ihnen verlangt, dass sie ihre Seele gegen das Paradies eintauschen. Sie töten und werden getötet. TikTok-Sport. Ja. Du siehst also, ne? Der Herr Jesus Christus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen und wer sein Leben erhält, der wird es verlieren. Und das bezieht sich darauf, dass der Herr Jesus Christus von dir verlangt, dass du nicht schweigst und zu ihm stehst. Ja, dankeschön, mein Bruder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gottes Segen dir und deine Familie. Amen, Familie. Bruder, dir auch. Okay, ciao. Ciao. Ja, wundervoller kleiner Bruder. Oh, danke, Neon. Oder? Meon? Danke, Sabrina. Danke, Mary. Danke an euch alle. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Hallo? Ja, hi, Gott segne dich und deine Familie. Oh mein Gott. Schön. Wir haben einfach reingeschafft, wie geht's? Gut, Gott segne euch, ihr Lieben. Wir haben eine kurze Frage wegen dieser Geschichte mit dieser Aisha. Ja. Kannst du das nochmal vielleicht erzählen?
Ja, Aisha war ja die Kindsfrau von Mohammed, ne? Der hat sie geheiratet, als sie 6 Jahre alt war und hat die Ehe mit ihr konsumiert, als sie 9 war. Und da hat sie mit Puppen gespielt. Und das lesen wir in Sahih Bukhari 61:30, dass das Spielen mit Puppen eigentlich im Islam verboten ist. Aber es war Aisha zu der Zeit. Ja, genau. Es war Aisha zu der Zeit erlaubt, weil sie noch ein kleines Kind war, das noch nicht das Pubertätsalter erreicht hat. Ne? Da hat der Mohammed mit ihr geschlafen. Er hat mit ihr geschlafen. Und wie alt war er selber da? 53 Jahre alt. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen und diesen Menschen verteidigen sie und sagen, das ist der beste Mensch aller Zeiten. Ja, genau. Siehst du, wo wir gelandet sind. Da siehst du, wo wir gelandet sind. Da kannst du auch jeden, kannst du hier in die Gefängnisse gehen, irgendeinen Sittich rausholen und dem sagen, der ist der tollste Mensch, der je gelebt hat. Der hat ein 6-jähriges Kind angefasst. Wundervoll. Ist der beste Mensch. Und was mit diesen 72 Jungfrauen? Ja, die 72 Jungfrauen sind für die bereit gemacht worden, die sich vor aller Sache dann als Märtyrer in die Luft jagen. Ne? Sobald der erste Bluttropfen rausgeschossen kommt, wird der Muslim seinen Platz im Paradies sehen. Er wird die Krone der Ehre auf seinem Kopf bekommen und er darf für 70 seiner Angehörigen so Fürbitte einlegen bei Allah. Und er wird mit 72 Hurel Ain verheiratet werden. Muss dir mal vorstellen, zu was dieser Glaube aufruft. Also ist Allah ein Zoohälter oder was? Ja, genau, sowas wie Hugh Hefner im Himmelreich, genau, seine Playboy. Oh Mann. Ja. So sieht's aus. Also man merkt, sobald man sich intensiv mit dem Islam beschäftigt, merkt man, dass der Islam absolut ganz, ganz komische Sachen davon sich gibt, ne? Wo man sich denkt, vielleicht hat derjenige, der den Islam in die Welt gesandt hat, wirklich irgendwelche Substanzen zu sich genommen. Ne? Keine Ahnung. Wie wollen wir das denn sonst erklären? 1,6 Kilometer breite Hintern, Huris mit schnellen Busen, die auf einen dort warten. Was ist das? Irgendjemand hat das in die Welt gesandt, der nicht mehr... Ja. Keine Ahnung. Ja, echt. Hast du noch eine Frage? Irgendwas? Also... Ich habe schon eine Frage, nicht Frage, sondern eher so eine kleine Aussage, eher gesagt. Bevor ich hier meinen Kollegen kennengelernt habe, hatte ich ein paar Probleme gehabt. So, ich war nicht unbedingt mit dem Christentum, so bisher so mit Gott in einer guten Beziehung. Und ich war sogar so kurz davor, dass ich zum Islam konvertieren wollte. Oh. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Danke oder Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und jetzt bin ich, sage ich mal, viel, viel gläubiger. Ich beschäftige mich auch viel mehr mit der Bibel und sowas. Und letztens... Immer wenn ich mich so mit der Bibel beschäftigen will, kommt irgendwas Negatives die ganze Zeit und will mich so wegziehen davon. Versuchen. Ja, der Teufel. Ja, ja. Und das ist richtig schlimm. Du musst völlig aufpassen, ne? Denn die Bibel sagt, die Bibel sagt, dass der Satan wie ein brüllender Löwe umherläuft, um die Menschen zu verschlingen, die er kann. Weil sobald du dich in die Nähe von Jesus Christus bewegst, versucht der Satan alles, um dir das Leben zur Hölle zu machen, ne? Das ist das. Ja. Deswegen solltest du immer viel die Bibel lesen, viel den Heiligen Geist in dir stärken und dein Kreuz täglich auf dich nehmen. Der Glaube ist nicht mit Zuckerschlecken verbunden. Ne? Du wirst auch sehr, sehr, sehr viele Momente in deinem Leben haben, wo du fast am Verzweifeln bist, ne? Weil der Herr dich auch durch gewisse Prüfungen schickt. Ja, das stimmt auch. Ja. Das stimmt auch. Jetzt vor allem auch, wo ich mich mehr mit der Bibel, sag ich mal, beschäftige, auch an alle, die hier drinnen sind. Es hat mir wirklich geholfen, auch bei vielen Sachen, weil ich bin so ein Mensch zum Beispiel auch bei Stresssituationen oder so, ich raste immer aus. Und in der Bibel steht ja, dass man besonnen handeln soll, also mit Besonnenheit. Der Heilige Geist ist ruhig, besonnen. Genau. Er wird dich ruhig machen, dich stärken und dich auf all deinen Wegen begleiten. Er wird dich in alle Wahrheiten lenken und leiten. Das verändert auf jeden Fall. Nein, es hat mir auch gut getan, sag ehrlich. Ich habe auch gemerkt, am Anfang war es so viel schlimmer und jetzt. Wie? Am Anfang war ich viel schlimmer. Ja, also, du weißt, was ich meine. Was ist das hier, Ehekrise oder was? Nein, ist normal so. Und wann machst du wieder Livestreams auf YouTube? Ja, demnächst. Ne? Ich kann noch nicht dazu, ich habe sehr viel zu tun. Ich bin richtig gehypt drauf. Nimm mal wieder Sheikh Ibrahim oder so auseinander. Oder Abul Bara. Ja, die haben schon sehr, sehr gut hier Einheit geboten. Den ganzen Dauerteams habe ich gut Einheit geboten. Oder dieser Peer Vogel, dieser Schreihals. Ja, dem habe ich allen schön ihre Dauertätigkeiten schön ein Ende gesetzt. So sieht's aus. Das stimmt aber auch. Ja. Willst du nicht mal in so eine Debatte mit denen gehen? Ich bin ja die ganze Zeit hier, die können ja gerne reinkommen. Ich habe ja mit sehr vielen schon geredet.
Bitte? Die haben Angst vor dir. Nee, Angst nicht, aber die sind halt ignorant auf ihre Art und Weise. Die können meine Gedankengänge nicht fassen und die und wenn ich deren Argumente und alles höre, dann denke ich mir, guck dir das mal an, wie sie über die Bibel lügen und selbst ihre eigene Interpretation da reinhauen, die nichts mit dem zu tun hat, was der Herr Jesus Christus oder die Jünger so verstanden haben. Verstehst du? Wenn ich ein Vers, wenn ich ein Vers aus dem Koran verstehen will, dann schlage ich die Tafsire der Gelehrten auf. Das ist der Unterschied zwischen mir und denen. Sie legen die Bibel mit ihrem pervertierten Verstand aus. Ich lese einfach nur die Tafsire, um zu verstehen, wie Mohammed den Vers verstanden hat. So einfach ist das. Und dann kommt der Wahnsinn zum Vorschein. Und viele Muslime schämen sich im Grund und Boden und werfen sogar ihre eigenen Großgelehrten unter den Bus und sagen, komm auf. Ja, toll. Super. Es ist ja auch so, dass die immer die Wahrheit hassen und deswegen dich irgendwie jagen oder so, steht auch in der Bibel. Dass dich hassen und töten wollen, wenn du die Wahrheit. Gejagt. Genau. Ja, ihr werdet von allen gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Mhm. So ist das. Es gibt keinen Gott. Was Idioten. Ja, natürlich, klar. Also wir stammen natürlich vom Affen, ne? Das ist ja klar. Ja. Das war's. Oh, da ist der Jigo. Trainierst du noch, weil du bist ein richtiger Ochse. Ja, du bist ein richtiger Mochse. Dr. Sheikh Abu Amir ist immer fit, keine Sorge. Immer vor der Kampf gegen Sheikh Ibrahim. Immer. Okay, ihr Lieben, Gott segne euch und eure Familien. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Hübschen. Ciao. Heide Witzka, möchtest du noch mal reinkommen oder was? Bist du hier in den Kommentarbereichen am Schreiben oder was ist da los? Sie hat Anfrage geschickt. Ich sehe keine Anfrage von ihr. Al-Khomeini, Tahrir al-Wasila. Ja, Band 2, Seite 241. Schenkelverkehr mit Babys. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dir auch. Was geht? Nicht viel, ein bisschen den Islam Einheit gebieten und Jesus Christus erhöhen. Warum bist du nicht am Weihnachten feiern? Bin ich doch jeden Tag am Feiern. Trink Baby, bis du dich vergisst. Ja, trink Kamelurin, Baby. Trink Kamelurin, bis du dich vergiftest. Kamelurin, ja, bis du dich vergiftest. Eine Witzka, da ist sie. Okay. Hallo, meine Liebe. Hallo? Ja, da bist du wieder. Ah, hi. Ja, das war mir gerade ein bisschen zu suspekt, was du da von dir gegeben hast, ne? Suspekt? Was hat, ja, und deswegen schmeißt du mich raus. Ja, weil du Gott so in Frage gestellt hast, nach dem Motto, wie der weiß das? Nein, das habe ich nicht. Doch, du unterstellst mir gerade was. Nein, jetzt hast du mir was unterstellt. Ja, aber nee, kannst du die Leute fragen? Die haben dich doch auch gehört. Ja, die Leute haben mich auch gehört und die wollten, dass ich noch wiederkomme. Ja, die wollten, dass du wiederkommst, aber du hast, was du gesagt hast, war schon sehr, sehr komisch und suspekt. Und deswegen habe ich dich dann rausgekickt. Warum? Was habe ich Schlimmes gesagt? Ist okay, dann rede bitte weiter. Was möchtest du uns sagen? Ich möchte immer noch wissen, warum Gott mich so bestraft. Habe ich dir erklärt. Du hast gesagt, Gott beobachtet mich in meinem ganzen Leben. Ja. Was ich tue. Ja, das ist ja auch gut so, dass er das macht. Mhm. Wunderbar. Ja, meinst du nicht, Das hoffe ich, dass er das macht und das alles sieht, was ich Wunderbares mache für die Menschheit und für die Tiere. Und ich hoffe, dass er das sieht. Und ich frage mich trotzdem, warum er mich bestraft.
Ja, und ich habe dir gesagt, dass er dich auch aus Liebe züchtigt. Weil er dich liebt, sagt der Herr Jesus Christus in der Heiligen Schrift, diejenigen, die ich liebe, die züchtige ich auch. Und Züchtigung heißt, dass du auch durch verschiedene Glaubensproben in deinem Leben gehst und auch mal leiden musst und den Herrn sogar dafür danken. Aber mein ganzes Leben lang leiden, Amir? Ja, natürlich, gibt's auch. Ganz ehrlich, gibt's auch. Also wenn du schon als Embryo, sage ich mal, leidest, ne? Wo du noch nichts gemacht hast, wo du dem Leben noch gar nicht beigetreten bist, oder du bist schon, du hast ja schon einen Herzschlag und so, aber du hast nichts getan im Leben. Du bist ja Embryo, du bist gerade auf die Welt gekommen, und warum musst du von daher leiden? Was habe ich getan? Du hast als Embryo schon gelitten, ne? Ja. Guck ja. Mal, lass mich nicht über dich ausflippen, was du gerade sagst. Siehst du? Seht ihr, ihr Lieben, was sie sagt? Ist das gerade ein Witz oder wenn meinst jemand, du das? Wenn jemand in der Schwangerschaft raucht oder Drogen nimmt, natürlich leidet der Embryo da auch drunter. Okay, dann drück dich bitte richtig aus. Aber du tust gerade so, als hättest du gesagt, ich habe als Embryo schon gelitten. Ja, habe ich ja auch. Ja, inwiefern hast du denn gelitten? Kannst du uns das dann genauer erklären? Also wenn jemand raucht in der Schwangerschaft, leidet das Kind auch darunter. Natürlich. Ja, hast du davon was mitbekommen? Mittlerweile ja. Hast du dort einen Verstand gehabt, wo du das so gemerkt hast und alles Mögliche? Vielleicht. Vielleicht habe ich da Träume. Hör auf mit diesem Vielleicht und sowas, mich so für dumm zu verkaufen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, guck mal, ich will mit dir vernünftig reden. Ist das dein Ernst? Seht ihr, Lieben? Seht ihr, ich habe sie nochmal hochgeholt und ihr habt das jetzt zu verantworten. Habt ihr es gesehen? Sei doch nett, ja, ich bin ganz nett, ganz normal. Und guck mal, was da rauskommt. Okay. Ja. Okay. Also, was hast du in deinem Leben so, was heißt das, dass du so leidest? Was passiert denn so in deinem Leben? Naja, dass ich seit Geburt an leide. Seit Kind auf, also seitdem ich geboren worden bin, leide ich. Okay, ich schilder das bitte. Bring mal konkrete Beispiele. Meine Kindheit war schlimm. Meine Jugend war schlimm und mein jetziges Leben ist auch schlimm. So, was verstehst du darunter nicht? Das ist ein breiter Begriff, den du gerade nennst. War schlimm. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was soll ich jetzt ins Detail gehen oder ja, was? Ja, nein, wenn mach ich jetzt, weil das hier öffentlich ist. Und ich sage dir, seitdem ich auf dieser Welt bin, leide ich. Und ich frage Gott, was ich dem Gott getan habe, dass ich immer leide, seitdem ich atme. Was habe ich Gott getan? Nichts, oder? Ich habe nichts getan. Ja, du sagst, dass du ihm nichts getan hast. Ich bin ein herzensguter, empathischer Mensch. Seht ihr, ihr Lieben, wie sie sich selbst erhöht und selbst lobt? Ich erhöhe mich nicht selbst. Ich bin ein empathischer, wundervoller Mensch. Seht ihr das? Seht ihr das? Bin ich auch. Seht ihr? Was hast du ein Problem damit? Keinerlei Demut. Habt ihr das gesehen? Keinerlei Demut, keinerlei Unterordnung. Seht ihr das? Das stimmt nicht. Doch, was sagt der Herr Jesus Christus? Den Hochmütigen widerstehe ich, den Demütigen gebe ich, zeige mich ihnen. Ich habe sehr viel Demut. Ist das Demut, wenn du sagst, ich bin von Herzen ein guter Mensch? Ja, bin ich. Seht ihr, ihr Liebe? Ich bin davon sehr überzeugt. Das kann nicht wahr sein. Ja, willst du mich jetzt wieder rausschmeißen oder was ist jetzt deine Mission hier? Ich möchte, dass du mir zuhörst. Die Bibel sagt, es gibt keine guten Menschen. Denn es gibt hier nicht einen Menschen, der Gutes tut. Auch nicht einen, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nichts. Du, ich und die gesamte Menschheit ist verloren. Und wir brauchen Jesus Christus, um gerettet zu werden. Weil wir unvollkommen sind, brauchen wir jemand Vollkommenes. Okay. Ja. Du, ich und alle Menschen hier auf der Welt sind nicht gut. Ich bin nicht lost, ich brauche auch keine Hilfe. Achte auf mich, achte nicht auf die Kommentare, bitte. Du bist hier reingekommen, um mit mir zu reden. Möchtest du, dann halte ich meinen Mund und lese ganze Kommentare lesen, mit den Kommentaren reden. Ist das ja, also respektvoll? Du verstehst mich auch nicht, du unterstellst mir Sachen. Ja, ist das respektvoll oder ist das respektlos? Du kommst hier rein und redest mit mir oder möchtest du mich mit den Kommentaren unterhalten? Ich rede mit dir, ja, aber du gibst mir keine richtige Antwort. Doch, ich gebe dir die ganze Zeit richtige Antworten, nämlich nach der Bibel. Nur es passt dir nicht. Das stimmt nicht.
Doch, ich sage zu dir, Jesus Christus liebt dich und schickt dich durch gewisse Prüfungen. Und ja, welche Prüfungen soll ich denn noch gehen in meinem Leben? Um Gottes Willen. Soll ich mir erst das Strick nehmen, dass er mich wahrnimmt oder was? Nein. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Nein, siehst du, das ist das. Du sollst dich nicht selbst bemitleiden. In selbst Bemitleidung oder wie man das auch nennt. Du glaubst gar nicht, was für eine starke Frau ich bin. Ich bin 41 Jahre alt. Ja, wenn du so stark bist, meine Liebe, warum höre ich nur selbst? Ich wollte nur diese Frage beantwortet haben von dir. Habe ich zu dir gesagt, Jesus Christus liebt mich. Gott mich so bestraft mit meinem Leben. Ich weiß nicht, was du alles in deinem Leben getan hast. Ich bin nicht Gott. Aber du musst Gott vertrauen. Denn ja, er weiß, dass du in deinen 41 Jahren... Das ist ja schön, dass er alles sieht. Meine Liebe, dass du in deinen 41 Jahren gewisse Dinge getan hast, die Gott absolut nicht gefallen haben. Und ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht. Ich kann nicht in dein Herz schauen. Du und Gott wisst ganz genau, was passiert ist in deinem Leben. Er hat alles gesehen. Sowohl die Verborgenen, als auch die Offenen. Ja, wenn er doch alles gesehen hat, warum bestraft er mich immer noch? Genau, wegen diesen Sachen, die du denkst. Das kann nicht sein. Ich habe nichts Böses getan in meinem Leben mit meinen 41 Jahren. Habt ihr das gerade gehört? Ich habe nichts Böses getan. Habt ihr das jetzt gesehen? Habt ihr das gehört? Und jetzt sagt mir nochmal, ihr Lieben. Sie ist ein Mensch und sagt, sie hat niemals etwas Böses getan. Habt ihr das gehört? Damit wir es auch haben. Und jetzt macht mich nochmal an. Komm, macht mich nochmal an. Unglaublich. Wer von uns würde so reden? Ich habe nichts Böses getan. Amir, sei mal netter. Amir, ich weiß doch, was das hier für ein Quatschzeugs ist, Mann. Ja, alles klar, Amir. Man redet gegen eine Wand. Möchte nichts verstehen. Er hält sich selber für gut. Überhaupt nicht demütig. Gar nichts. Alles klar. Ja, nichts alles klar. Du hast doch gerade zugegeben, meine Liebe. Du weißt gar nichts an mir von mir. Du weißt gar nichts. Entschuldige mal bitte, du hast gesagt, ich habe noch nie etwas Böses getan. Seht ihr? Habe ich auch nicht. Also ist die Bibel ein Lügenmärchenbuch. Oh mein Gott, genau. So erstaunt sind wir auch alle. Oh mein Gott. Okay, tut mir leid, dass ich nichts Böses getan habe. Anscheinend muss ich irgendwie sündigen, dass ich irgendwas Böses tue, damit du gerechtfertigt bist, dass Jesus mich bestraft oder irgendwas. Also du hast auch noch niemals gesündigt, ne? Ja, ist alles klar. Hallo? Nein, lass mich in Ruhe, ey. Das ist doch nur noch krank hier. Ja, ach, nur noch krank, wenn ich dir sage, dass es so und so ist, ne? Guck dir das mal an. Seht ihr? Sie kann das nicht ertragen. Guck mal, die sagen zu mir, Amir, wieso so aggressiv? Ihr macht das, dass das so ist. Ich hab euch gesagt, guckt euch, hört euch das mal bitte an. Das hat doch nichts mehr mit Demut zu tun. Sie hält sich selber für gerecht. Sag mal, geht's euch noch gut, die ihr immer noch so in den Kommentarbereichen sowas schreibt? Unglaublich. Komm, ist gut, Leute, ehrlich. Kein Bock auf so einen Blödsinn. Jemand, der, keiner von uns würde so reden. Ich habe nichts Böses getan. Oh, jetzt hast du Rückkopplung. Amir, mein Lieber, Gottes Segen euch alle. Oh, Gottes Segen, Mariam, ja. Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Ja, wir hören dich. Also, ich bin gerade geschockt. Ja, nicht nur du, aber ja. 90% der hier drinnen, nur noch 1% schreibt, ja, du bist so nee und nee und nee. Nein, ich bin echt geschockt. Also, wie kann man sowas sagen? Also, Gott hat überhaupt nicht mit der Sache zu tun, dass sie leidet. Er ist nicht schuld an der ganzen Sache. Ich finde es, ihre Entscheidungen, die sie getroffen hat im Leben, sind schuld, dass sie leidet. Und nicht Gott. Er hat damit nichts zu tun. Wir sind Sünder schon vom Geburt an. So wir sind Sünder. So sieht's dann aus. Warum ist er gekommen, denn der Herr Jesus Christus? Dann ist er dann umsonst gekommen, oder was? Aber du weißt, dass der Herr sagt, diejenigen, die ich liebe, die züchtige ich auch. Verstehst du? Und so ist das. Der Herr Jesus Christus schickt uns durch Prüfungen und will uns läutern. So wie man, wie heißt es in der Heiligen Schrift, wie man Gold von was war das nochmal? Wie hieß der Satz mit Gold und trennen? Dass man das Gold von diesem Unreinheit trennt. Ja, genau, richtig. Wie im Schmelzofen. Ihr kennt ja den Vers, ne? Ja, genau.
Aber so will der Herr uns läutern, damit wir so wie eine reine, keusche Frau vor ihm stehen, ne? Heilig und versuchen wirklich dem Herrn nachzufolgen auf Schritt und Tritt. Und deswegen schickt er uns immer wieder durch Prüfungen, die wir ja bestehen müssen. Ne? So ist das. Ja, der Herr lässt es zu, natürlich. Aber der dich angreift, ja, und kann man sagen, der ist schuld auch an der Sache, dass der Satan, ja, bringt dich auch, dass du auch sündigst. Aber auch das sind auch deine eigenen Entscheidungen, weil du diesen Weg ausgesucht hast. Aber nicht Gott hat mit der Sache, weil Gott will dir nur Gutes haben und Gutes widerfahren und nichts Böses. Sie muss das verstehen und sie muss das unterscheiden. Ja. Und ich hoffe, die hat mich gerade gehört. Weil das war gerade ein Message für sie. Ich glaube, du könntest mit ihr reden, wie du willst, in Engelszungen. Die hätte es auch nicht, glaube ich, sie wollte es einfach nicht begreifen, das ist das. Sehr schade für sie und ich hoffe, die findet ganz schnell Hilfe und Zuflucht bei der Herr Jesus Christus, weil der ist der Einzige, der sie befreien kann von ihrer Selbstmitleid und Verzweiflung. Ja, Amen. Richtig, genau. Okay, Mariam, danke dir von ganzem Herzen. Ja, mein Lieber, alles gut, jederzeit. Okay, Gottes Segen, ihr Lieben. Ciao. Ach komm, Heidewitzka, möchtest du noch was sagen? Richtig, wie ihr über mich urteilt. Schon wieder urteilt, das kann doch nicht funktionieren. Ja, du wirst ja alles gehört. Wow. Nein, keine von uns würde jemals sagen. Nein, deine ganzen Leute hier in dem Chat schreiben alles über mich. Die wissen ja überhaupt. Weil sie die ja, die wissen ja alles. Meine Liebe, du redest und aufgrund deiner Aussagen sagen sie natürlich, wie kann sowas sein, dass du dich als selbstgerecht dahinstellst, dass du nichts Böses in deinem Leben getan hast. Ist doch hab Quatsch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jeder Mensch hat doch Böses getan in seinem Leben. Wirklich? Ja, wirklich, auch du. Ich auch? Ja. Okay. Ja. Schön, wirklich, dass du mein Leben kennst. Das ist ja so geil, Amir. Du bist echt der Burner. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nicht kacke, also, Alter, du kennst mein Leben ja. Wunderbar, wenn du das kennst und Jesus das kennt, dann ist ja alles klar. Dann weiß ich ja Bescheid. Was hast du gesagt? Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Nochmal? Ja, wenn du das kennst und ich und Jesus das kennt, dann ist ja alles klar. Ja, aber du hast doch bestimmt irgendwas Böses schon mal in deinem Leben getan. Hab hast du schon mal gelogen? Habe ich das wirklich? Ja, hast du es oder hast du es nicht? Also ich wüsste nicht was. Ach, also wenn du zum Beispiel andere Menschen angelogen hast, ist das eine gute Tat oder ist das böse? Ich finde es nicht gut. Ich bin ein sehr direkter und ehrlicher Mensch und deswegen habe ich auch keine Freunde. Okay, hast du schon mal in deinem Leben gelogen, meine Liebe? Sag die Wahrheit. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das kann doch nicht wahr sein. Statistisch gesehen lügen wir 200 Mal am Tag oder so. Ich bin aber ein sehr ehrlicher und direkter Mensch, muss ich dafür sagen. Deswegen habe ich auch keine Freunde und deswegen. Hast du schon mal in deinem Leben einen bösen Gedanken gehabt? Das kann schon mal sein. Aha, siehst du. Aber auch nur, wenn irgendein Tier Leid zugefügt wurde. Also ich bin das sehr Tierleber-Mensch. Ich habe eine große Empathie für Tiere. Ja und? Was hat das denn damit zu tun, meine Liebe? Ja, was hat denn das damit zu tun? Nichts, aber ich sag's ja trotzdem, nur. Du bleibst trotzdem eine Sünderin und du hast böse Dinge in deinem Leben getan. Habe ich das? Wir alle auch. Ja, und deswegen werde ich von Geburt an bestraft. Weil nicht ich von Geburt an, wo ich ein Embryo war, ein kleines Kind war, weil ich da schon Böses im Kopf hatte. Verstehe ich nicht. Ohne Spaß, Leute. Denkt ihr auch, dass sie mich die ganze Zeit veräppeln will, oder was ist das? Nee, ich verstehe dich halt nicht. Ich verstehe deine Aussagen nicht. Du sagst, ich bin von Grund auf böse oder ich habe irgendwelche bösen Taten gemacht. Meine Liebe, alle Menschen sind von Grund auf böse. Kannst du mal bitte deine Vibration da ausstellen? Ja, Moment. Es nervt übelst. Entschuldigung. So, und jetzt? Du siehst also, dass alle Menschen hier auf der Erde gesündigt haben und wir unvollkommen sind. Das heißt, jeder Mensch hat hier auf der Erde Böses getan. Und wenn du schon einmal gelogen hast, dann ist das böse und man muss das ja benennen.
oder nicht? Ach so, und deswegen muss man mich mein ganzes Leben lang bestrafen? Das hat ja nichts damit zu tun, dass man dich dein ganzes Leben lang bestrafen muss. Es gibt Momente in deinem Leben. Du lebst doch hier in Deutschland. Dir geht's doch gut. Man hört doch deine. Woher weißt du denn, dass ich in Deutschland lebe? Ja, oder, ja, keine Ahnung. Wo lebst du da? Aber du lebst doch sicher. Du hast ein Dach über dem Kopf. Keine Ahnung. Woher willst du denn das wissen? Ja, du hast doch Internet. Woher willst du denn das wissen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe? Vielleicht lebe ich ja auch unter der Brücke. Was weiß ich. Also, du schläfst also. Ja, woher willst du das wissen? Lebst du denn? Wie lebst du denn? Na, erzähl mal ein bisschen. Nee, ich möchte nicht von mir erzählen. Das geht kein Wort an. Ich habe schon genug erzählt. Oder? Nee, du hast überhaupt gar nichts erzählt. Naja, doch. Von meiner Kindheit. Naja, ich habe schon einiges erzählt, oder nicht? Das ist so heftig. Ihr, die ihr gesagt habt, holt sie nochmal und so. Habt ihr das gesehen? Ja, was habe ich denn jetzt Schlimmes gesagt, Amir? Nein, du hältst dich selber für selbstgerecht und das nein, kann nicht. Nein, das stimmt nicht. Das doch, stimmt doch, überhaupt das gar nicht. Vor nein. Gesagt. Nein, stimmt nicht. Ja, also wenn jemand sagt, ich bin nicht böse oder habe nie etwas Böses getan, wie nennst du jemanden? Wie nennt man denn sowas? Keine Ahnung. Ja, ein selbstgefälliger Mensch, ein selbstgerechter. Nein, bin ich aber nicht. Ich bin einfach ein liebenswerter Mensch. Wie wär's mit liebenswert und empathischer Mensch und ein Mensch, der Gefühle für andere entwickelt. Hallo, ich habe noch nicht einmal in deinen Sätzen gehört, dass du demütig dich zeigst. Hast du dich schon mal demütig gezeigt? Oh, ich bin sehr demütig. Oh, ich sehe, ja, sehr, sehr demütig. Ja, habt ihr gesehen, Leute, sie ist sehr, sehr demütig. Bin ich auch, ja. Indem du gesagt hast, dass du noch nie irgendwas Böses getan hast. Das ist sehr demütig, auf jeden Fall. Also ich habe noch keinem Menschen oder einem Tier Leid zugetan. Ach so, und die anderen Dinge, nur weil du jetzt keinem Menschen etwas Leid zugefügt hast und kein Tier, heißt es, dass du nicht böse bist, oder was? Ich bin nicht böse, nein. Warst du schon mal zornig? Ja, aber ich bin von Natur aus nicht böse. Du bist doch das, was in deinem Fleisch ist, ist die Sünde, die dich beherrscht. Ich bin ein guter Mensch mit viel Empathie. Ich würde keinem Menschen irgendwas Böses wollen. Doch, du, ich und die gesamte Menschheit haben nur Böses getan in ihrem Leben und wir hätten nur die Hölle verdient. Aber weil Jesus Christus uns liebt, hat er seine Herrlichkeit verlassen und kam als ein sterbliches Wesen auf diese Erde, um uns Gnade anzubieten. Ist das nicht wundervoll? Ich verstehe nicht, warum die Leute sagen, ich soll rausgehen. Was habe ich denn getan? Ja, weil die irgendwann mal auch die Schnauze voll von dir haben. Warum? Ja, weil du selbstgerecht bist und einfach nur noch Schrott erzählst. Ich bin nicht selbstgerecht, um Gottes Willen. Doch, die ganze Zeit. Nein. Doch. Wirklich? Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Gott segne dich. Kein Nerv mehr auf sowas. Jetzt reicht's aber auch. Jetzt reicht's auch. Habt ihr das jetzt zum letzten Mal, habe ich euch das gezeigt. Unglaublich. Hallo? Hi. Hallo? Hi. Kannst du deine Stimme richtig machen, bitte? Ja. Ich zähle bis drei. Eins. Was denkst du, wir sind hier im Kindergarten oder was hier? Oder was? Das kannst du im Islam machen, aber nicht hier bei uns. Nur Verrückte. Das ist so krank, ey. Oh mein Gott, ey. So, schauen wir mal, wer ist denn da? Der gute King, ja, der gute. Armin, du bist aber auch nicht nett. Ja, hallo? Wie nett soll ich denn noch sein? Ich sage, meine Liebe, hörst du mir zu? Es gibt hier keine Menschen. Ich zeige mich demütig. Sage, wir sind alle fehlbare Wesen und du genauso. Also was soll ich denn noch? Wie nett soll ich denn noch sein? Unglaublich. Manche haben hier ein Auffassungsvermögen. Es ist unglaublich. Danke, Cousinus. Danke, ihr Lieben. Es ist unfassbar. Der tut gerade so, als hätte sich aufs Übelste beleidigt. Ich habe nur versucht, meinen Standpunkt zu vertreten.
und sie aufzuklären und dir zu sagen, hallo, du, genau wie ich und alle hier im Chat und alle Menschen auf der Erde haben Böses getan. Dann sagt die, nee, ich habe noch nie etwas Böses getan. Ja, wie? Hä? Du hast noch nie etwas Böses getan? Das ist ja Wahnsinn. Wie geht denn sowas? Hallo? Hallo. Gottes Segen, Amir. Und Chat. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich weiß es gar nicht, dass ich drin bin. Doch, du hast es geschafft. Aber ich gebe dir leider keine 10.000 Euro. Ah, aber das ist egal. Gesehen. Die Lohnung finde ich in Gottes Namen. In Gottes Wort. Ja, Amen. Amen. Ich habe ein paar Fragen. Ja. Ich bin seit ungefähr 7-8 Monaten im Glauben. Aber ich habe noch nicht so die Struktur. Indem ich mir Zeit nehme und mir gewisse Punkte aufschreibe, wo ich die Bibel sowieso erstmal lese und dann mir auch Zeit nehme für meine Gebete. Sprich, nicht wie die Muslime irgendwelche Zeiten einhalten oder was, aber so ungefähr, ich gucke meistens immer so auf die Uhr, okay, jetzt ist auch wieder Zeit, mal den Herrn Jesus Christus zu preisen und zu loben. Oder wenn ich gerade am Gehen bin, bin ich im Gedanken beim Herrn Jesus Christus und rede mit ihm, wie als würde ich mit meinem besten Freund reden, verstehst du? So. Okay. Immer ich in Verbindung mit dem Herrn. Okay, das einzige Gebet, was ich kenne, ist das Vater Unser. Das ist das einzige, was ich auswendig kann. Ja, du sollst aber irgendwas auswendig lernen. Ja, klar, ist das schön, das Vater Unser zu beten. Das, was der Herr uns auch beigebracht hat, ist auch wundervoll, bitte ich auch jeden Tag. Aber du kannst aus dem tiefsten Herzen, aus dem Inneren deines Herzens zum Herrn beten, ne? Ihm danken, ihn loben, ihn preisen, einfach alles, was zur Anbetung gehört, ne? Du kannst mit ihm reden, wie dein himmlischer Vater, ne? Der Herr Jesus Christus ist wie ein liebender Vater für uns. Ach so, okay. Das heißt, ich kann auch einfach aus dem Herzen aus frei reden und nicht irgendein alles. Gebet aus der Bibel, Nein, sprechen. Das ist, du kannst einfach ein Gebet aus dem Herzen sprechen. Wir haben nicht irgendein vorgeschriebenes Gebet, was wir sprechen. Der Herr Jesus Christus hat uns das Vater Unser beigebracht. Ja, das können wir beten. Und dann betest du zum Herrn Jesus Christus und dankst ihm für alles, was er in deinem Leben tut und bittest ihn für die Dinge, die du benötigst oder was auch immer in deinem Leben so vorkommt, ne? Okay, ja, ich verstehe. Ja, das ist das. Du hast eine innige Beziehung mit Gott. Das ist das Wundervolle. Der Herr Jesus Christus hat dir das ermöglicht, eine innige Beziehung mit ihm zu haben, indem du ihn anbetest, lobst und preist und ihn um Dinge bittest, die du gerade in deinem Leben benötigst. Und auch für andere zu beten, ist auch wundervoll. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich überhaupt noch lebe, ist, glaube ich, weil so viele Geschwister weltweit für mich gebetet haben, dass der Herr mich beschützt. Ja, man muss sich in Acht nehmen. Es ist Wahnsinn, was hier los ist hier auf der Welt. Ja. Ne? Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Ja, du siehst, ne, das, was ich mache, ist natürlich verbunden mit jederzeit auch nicht mehr da zu sein. Ne? Das ist das. Oh, danke. Ja, aber ja, es lohnt sich. Also für mich, ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen, weil ich die Menschen ja liebe, ne? Und aus Liebe auch heraus, auch wenn es mein Leben kostet, ihnen die Wahrheit zu sagen, ne? Das ist das. Und zum Herrn zu stehen. Die Wahrheit ist wichtig. Also ich habe damals so viele schlechte Dinge getan. Ich habe so viele Drogen genommen, TikTok sportlich. Ich habe Menschen wehgetan, ich habe meinen Eltern wehgetan, vom Herzen aus, und ich bin einfach mit so schlechter Mensch, auch im Moment, dass ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich war ein bisschen satanistisch unterwegs mit okkulten Dingen und sowas. Und das ist auch nicht so toll. Warte mal ganz kurz. Seht ihr, ihr Lieben, den Unterschied zwischen ihm und dem Unterschied zwischen die gerade vorher drinne war, wie er sich demütig zeigt, zu seinen Sünden steht und sagt, guck mal, wie bösartig, guck mal, wie schlimm. Er zeigt sich demütig, er zeigt Reue. Merkt ihr den Unterschied? Merkt ihr das jetzt? Ihr habt direkt den Unterschied sofort bekommen. Demut gegen, na, ich hab doch nie etwas Falsches getan. Merkt ihr, wie der Herr euch das sofort zeigt? Merkt ihr das?
Heftig, ey. Ist mir sofort aufgefallen. Ein demütiger Geist, der sagt, ja, das habe ich Schlimmes getan und ich bereue das und das ist so schlimm und du zeigst natürlich, du sagst, dass du Fehler hast. Du sagst, dass es böse ist. Siehst du? Siehst du das? Das ist das Heftige. 1. Ja. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen und sie Gott bekennen, so ist er treu und gerecht und wird sie uns vergeben. Wenn wir aber sagen, dass wir keine Sünden haben, dann haben wir Gott zu einem Lügner erklärt und die Wahrheit ist nicht in uns. Siehst du? In Jesu Namen. Amen. Und durch diese ganzen Sachen, ich habe damals wegen diesem Drogenquatsch da, ich habe damit heute immer noch psychische Probleme deshalb. Aber ich habe nicht weniger verdient. So, das habe ich alles verdient, was ich mir angetan habe. Das ist, ja, auf jeden Fall das, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, auch wegen Heidewitzka, das hat mich eben auch ein bisschen aufgeregt. Ja, und, ja, es ist natürlich gut, sowas zu hören, ne? Und dann irgendwann mal verliert man auch so ein bisschen die Geduld, ne? Ist das jetzt gerade ernst von ihr? Danke, Olli. Oder macht sie gerade Spaß oder will sie mich auf den Arm nehmen? Man weiß ja gar nicht mehr, was. Ich kann ja manchmal gar nicht mehr unterscheiden zwischen, wollen die mich gerade veräppeln? Meinen sie das ernst? Aber das kann doch nicht wahr sein. Wie kann jemand sich als selbstgerecht darstellen und so? Das ist so ein bisschen komisch. Ja, das geht nicht. Und vor allem, dass man sagt, ja, der Jesus sieht das ja auch nicht und so, wie ich lebe und sowas. Also, ja. Was soll das, bitte? Ja, genau. Du hast uns also bewiesen, was Demut bedeutet und du hast den. Du hast genau das Gegenteil bewiesen, was die Dame vor dir, die hier drinne war, den Leuten gesagt hat. Ne? Hast du ja gesehen, wie sie sich überhaupt nicht so, wie sagt man so am besten, sich überhaupt nicht demütig, reumütig gezeigt hat, sondern einfach nur, ja, aber ich habe doch nie etwas Schlimmes getan. Warum züchtigt mich denn Gott? Und die ist 41, hat sie gesagt. 41 Jahre lang nie etwas Böses getan, ist ja unmöglich, ist ja Quatsch. Das glaubt sie wohl selber nicht. Das nicht von ihren Träumen. Das ist ja Blödsinn. Ja. Ja, das weißt also, du am besten, Heidewitzka, was du in deinem Leben getan hast. Du kennst deine Sünden am besten. Ich war nicht dabei, meine Liebe. Aber Gott hat sie gesehen. Die du im Verborgenen getan hast, die hat Gott gesehen. Und dafür wirst du von Gott zur Rechenschaft gezogen. Das kannst du aber glauben. Richtig. Ja. So, und deshalb bin ich auch nochmal hochgekommen und meine Seite zu erzählen, so wie man das eigentlich machen sollte und nicht hochnäsig durch die Welt geht, wie sehr gut. Andere, ja. Weißt du? Ja, sehr gut. Ja, gut. Danke. Okay, mein Lieber, hast du noch eine Frage? Ich danke dir auch. Ja, ich habe noch eine Frage. Okay. Ich habe mir vor kurzem, also vor einem Monat ungefähr, die Schlachter 2000 gekauft, aber ich komme nicht so gut mit der klar. Aber ich habe jetzt noch nebenbei eine HFA. Ich finde die kompliziert zu lesen, die Schlachter. Deshalb. Du, wenn dir irgendwas kompliziert ist, du kannst auch Wortstudien unternehmen, falls du ein Wort nicht verstehst oder was auch immer. Da hast du die Seite BibleHoop.com und da kannst du Wort für Wortstudie unternehmen. Da wird dir auch erklärt, was dieses Wort bedeutet, welcher Zusammenhang, jüdische Tradition und. Voll super gut, diese Website, ne? Wie heißt sie? BibleHoop.com. Okay, ich schreibe mir das kurz auf. Genau, BibleHoop.com. Da hast du den Urtext drin und dann kannst du Wort für Wort Studie unternehmen aus dem Griechischen. Ne? Da wird dir alles erklärt. Ja, das ist sehr, sehr gut. Wie bitte? Ich hab zu den Geschwistern hier gesprochen. Ne? Ihr könnt euch das aufschreiben, das ist BibleHoop.com und falls ein Wort, was ihr nicht versteht, unklar ist, da könnt ihr eine Wortstudie schnell unternehmen. Ne? Sowohl aus dem Hebräischen als auch im Griechischen. Ne? Könnt ihr sofort, wird euch das erklärt, Wort für Wort. Das ist ja das Wundervolle. Dank dem Internet, seht ihr? Das ist ja das Tolle. Ja, vor dem Internet wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte. Ja, doch. Wie haben denn die Menschen vor dem Internet das Ganze gemacht? Also du siehst, dass die Menschen sich auch da Mühe gegeben haben, das Wort Gottes auch zu verstehen. Ne? Du musst den Heiligen Geist bitten, dich auch zu führen und der Heilige Geist wird das auch machen. Auch wenn du es beim ersten Mal nicht verstehst, ist kein Problem. Du liest es nochmal und liest es nochmal und dann wird es dir irgendwann mal klar. Das garantiere ich dir, hundertprozentig. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt komplett durchziehen mit Recherchen und alles. Ja, wunderbar. Das werde ich auf jeden Fall alles machen. Gepriesen sei der Jesus in Ewigkeit. Genau, gepriesen sei der Herr. Ich möchte dir danken. Danke, ich möchte dir noch Gottes Segen wünschen und dem Chat Gottes Segen wünschen. Gottes Segen. Und hab noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Gott Segen, mein wundervoller. Ciao, ciao. Ja. Olli. Danke. Ja, Mann. Gottes Segen. Gottes Segen, Olli. Na? Ja, ob du es glaubst oder nicht, aber genau diesen Fall hatte ich auch jetzt, als es zum Familientreffen kam. Da bin ich auch total empört gewesen, weil ja ich auch jemanden in der Familie habe, der sagt, noch nie eine Sünde begangen. Wahnsinn. Ich habe auch gesagt, hast du noch nie gelogen? Nee, das waren alles nur Notlügen und da hat sich alles schön geredet. Alles schön geredet. Das ist diese Verdorbenheit, die heutzutage auch vom Satan eingestreut ist. Die Menschheit ist komplett am Boden. Ja, ja, so sieht's wirklich aus. Das ist so eine Verdorbenheit, dass aber man sagt, nee, man hat noch nie und man ist so gut und so. Das ist wirklich sehr, sehr hochmütig, wie du sagst. Und das hat der Chat hat das sofort, haben die sofort gemerkt, wie kann jemand sowas denn sagen? Ja, haben die selber zu hören bekommen, was sie dann auf einmal von sich gibt. Ne? Die habt ihr dann auch gesehen direkt, ne? Das kann nicht normal sein. Ja. Und dann diese Vorwürfe, dass es einem so schlecht geht. Sie muss ja auch verstehen, dass ja nicht nur Gott dran schuld ist, sondern die Menschen tun sich ja mit ihrem freien Willen Böses an. Da ist es nicht immer Gott, der das macht sozusagen. Er lässt es zu, ja. Das ist aber, hat aber noch einen tieferen Sinn, wenn man sich ein bisschen mit der Bibel und dem Herrn beschäftigt. Denn die Menschen, er nutzt ja auch das Böse zum Guten. Die Menschen, wenn sie im Sterbebett liegen, selbst die größten Atheisten, wenn sie am Boden liegen und kurz vorm Sterben sind, denken die, oh, gibt es doch vielleicht einen Gott und denken sich darüber nach. Ne? Welcher Reiche macht sich schon Gedanken darum, sozusagen, ach, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf, wer hat mir das bloß gegeben? Nein, die meisten Menschen kommen erst zum Glauben, also viele Menschen kommen zum Glauben, wenn sie am Boden liegen. Und das nutzt der Herr für sich aus, sozusagen. So sieht's aus. Man muss also den Menschen erstmal auf den Boden der Tatsachen holen, dass er von seinem hohen Ross runterkommt und dann nach Gott ruft. Siehst du, dann nutzt der Herr eine Situation aus, in der er den Menschen dorthin schickt, damit er über Gott nachdenkt, weil Gott ihn liebt und ihn retten möchte. Heftig, ne? Ja, deswegen. Und Paulus nennt uns auch das kausalische Gesetz. Das, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ne? Das ist das in Galater 6,7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn das, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und so sieht's aus. Amen, richtig. War das auch Paulus oder Petrus, der gesagt hat, was ist schon dieses kleine Leiden hier auf Erden gegen die Herrlichkeit in Ewigkeit? Sehr gut, das war Apostel Petrus. Genau, das ist ein Augenblick, dieses ganze Leben hier auf Erden. Danach kommt aber die Ewigkeit. Ja, Apostel Petrus sagt, macht euch bereit, auch für Christus zu leiden. Das muss man sich auch mal. Ich glaube, 2. Petrus 3,3 müsste es sein, ne? Wenn mich nicht alles irrt. 2. Petrus 3,3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Gelüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Das war das nicht. Dabei übersehen wir, macht euch auch bereit, für Christus zu leiden. Wo war das denn nochmal? 2. Petrus oder 1. Petrus 2,3? 1. Petrus 2,3 oder 2. Petrus 2,3? Ja, der Chat würde es vielleicht gleich wissen. Auf jeden Fall im 1. oder 2. Petrus war das. 1. Petrus 2,3. Warte mal, gucken wir mal. 2,3. Nee, das ist der Eckstein, ja, hier. Der ist auch gut, der Vers. Jesus Christus als Eckstein des Hauses Gottes. Die Berufung der Gemeinde als heiligen Priestertum. Amen. Jetzt nicht. 1. Petrus 4,16 steht. 1. Petrus 4,16? Schreibt gerade. Ja, genau. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache, siehst du? Mit unter anderem. Das ist auch ein bezeichnender Vers, siehst du? Der Apostel Petrus sagt, wenn du auch für Christi leidest, sollst du auch dich nicht schämen, sondern sollst du auch ihm danken und ihn verherrlichen in jeder Sache.
Heftig, ne? Ja. Und wie gesagt, der Herr nutzt das Böse zum Guten. Und das, wo man es am besten sieht, ist ja, wie gesagt, die Kreuzigung Jesu. Da, wo der Herr gesehen hat, wenn ich auf die Erde komme, werden die mir Böses antun. Aber ich werde es zum Guten wenden und ich werde die Sünden am Kreuze tragen. Da hat er das Böse zum Guten gewendet. Ja, sehr gut, ja. Ah, hier, 1. Petrus 2, 21, das war das. 1. Petrus 2, 21, 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Aha, siehst du? Amen, amen. Ja, natürlich. Das ist ja das beste Vorbild, was man haben kann. Ja. Ja. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus. Ja, das ist das. So. Okay, okay. Na gut. Das wollte ich auch noch mal kurz dazu sagen. Gottes Segen und einen schönen Abend wünsche ich dir, Armin. Ja, ich dir auch, Ali. Gott segne dich und deine Familie. Danke, deine auch. Ciao. Ciao. So. So, machen wir jetzt gleich mal Schluss hier. Amir, grüß dich. Guten Abend. Lieber Gott segne dich und deine Familie. Hi. Ich wollte mal ganz kurz was zu der Vorrednerin sagen, diese ja. Heide Witzke. Ich hoffe, die hört mir auch zu. Ich habe aus meinem Leben gelernt, dass alles im Leben einen Sinn macht. Auch, und unsere Entscheidung eigentlich dahin führen, wo wir gerade sind. Ja, und kein Mensch ist sündlos, das gibt's nicht. Ja, das ist das. Das habe ich ja versucht zu erklären. Es gibt niemanden hier auf der Erde, der Gutes tut. Auch nicht einer, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nichts. Damit will Gott uns sagen, dass die Menschen fehlerhafte Menschen, Wesen sind und unvollkommen sind und keiner irgendwie in Richtung Gott geht. Nur wenige sind hier, die nach Richtung Gott gehen und nach Gott fragen. Ja, das ist das. Ja, ich glaube daran, dass alles einen Sinn hat. Auch in schwierigen Zeiten, wo man fragt, warum machst du das, Gott? Aber alles hat einen Sinn und irgendwann kommt man dahinter. Ja. Ey, Amir, deswegen rufe ich dich eigentlich gar nicht an. Ich verfolge dich ja hier schon seit 3 Wochen. Ich kannte dich vorher nicht, aber du bist heute der Grund, warum ich mit meiner Partnerin mich heute voll in die Haare gekriegt habe. Wir haben voll Beef gehabt. Eigentlich bist du der Grund. Warum das denn? Also meine Partnerin lebt im Ausland. Wir haben gerade einen Videochat gemacht und wir haben uns ein bisschen rumgeärgert und irgendwann habe ich gesagt, sei nicht so frech, so mache ich das, was in Sure 4,34 steht. Und sie hat den Koran schon 2-3 Mal gelesen und das ist krass, auch wenn man ihr das zeigt, dass die das nicht wahrnimmt. Sie nimmt das einfach nicht wahr. Verstand wehrt sich dagegen, weil wenn eine Frau das liest, dass Gott befiehlt, unter Umständen die Frau zu schlagen, ja, was löst das in der Frau aus? Wenn ich eine Frau wäre, würde ich sagen, das ist das allerletzte Drecksbuch, was ich jemals gelesen habe. Man soll mich wegboxen, wenn ich widerspenstig bin? Hä? Ja, wir haben uns so in die Haare gekriegt, dann sage ich, du, da sei doch nicht sauer. Das steht da drin. Dann sage ich, mach auf, zeigt mir das, sie wollte das wissen, weil sie ist eine belesene Frau, die ist echt intelligent und ich bin mir sicher, dass sie das versteht, was da drin steht, aber es ist so eine Blockade, das kannst du dir nicht vorstellen. Die hat 3-4 Mal aufgelegt, die war so sauer, da sage ich, warum? Das steht doch da drin. Das habe ich doch nicht geschrieben, das steht doch in diesem Buch drin. Und das, der Mohammed hat ja selber seine Kindsfrau geschlagen, ne? Der hat sie auf die Brust geschlagen, was ihr sehr viel Schmerzen bereitete, weil sie unerlaubt das Haus verlassen hat. Muss ich mal vorstellen. Ja, ich glaube, ich bin ja schon das zweite Mal hier oben. Ich glaube, ich habe dir das auch schon mal gesagt. Das ist so schwierig, das zu akzeptieren. Das ist so eine Hürde. Und sie war fassungslos, also wirklich fassungslos. Da sage ich, das steht aber da drin. Das wollte ich dir nur mal sagen. Du bist mir gleich eingefallen, weil sie gesagt hat, sag mal, woher hast du das alles? Da sage ich, ja, ich habe es eben gelesen. Ne? Und da waren ja vorhin zwei Mädchen bei dir auch da drin, die konnten das ja auch nicht glauben, weil die glauben das einfach nicht. Ja, die eine war wenigstens noch so und hat gesagt, ja, lass ihn mal da reden, ich will mal hören, so mäßig. Und die andere war nur noch am Beleidigen, ne? Die mit dem Kopftuch. Das verstehe ich nicht. Die tragen Kopftuch,
aber im Gesicht total Schminke drauf. Was soll das? Dann sei einfach eine Neutrale. Was nützt denn noch dieses Kopftuch, wenn du komplett geschminkt bist, Lashes hast, Augenbrauen gezupft hast, obwohl dein Prophet gesagt hat, dass du zur Hölle fährst, wenn du so aussiehst? Ja, was willst du dann noch in dieser Religion? Ja, mir, das ist aber eine Blockade. Das ist eine absolute Blockade. Ich habe es selber wirklich heute live erfahren. Das ist so krass, dass das einfach so verleugnet wird. Sie hat mir zum Beispiel gesagt, das musst du auf Arabisch lesen. Da sage ich, du, da gibt es so viele Millionen Menschen auf der Welt, die können kein Arabisch, aber trotzdem glauben die an dieses Buch. Das hat doch damit nichts zu tun. Ob es jetzt Arabisch, Englisch, Deutsch oder was weiß ich. Sie sagt, ja, nee, die meisten Muslime sind ja keine Araber, aber sie lernen den Koran auf Arabisch auswendig. Das ist das. Und da sagen die Gelehrten, das ist Segen, das bringt Segen, auch wenn du es nicht verstehst. Die brettern einfach das mantraartig runter. So. Weil die dadurch erhoffen, dass sie dadurch so Hasanat bekommen, also so gute Taten aufgeschrieben bekommen. Sie machen Werksgerechtigkeit, merkst du? Sie versuchen sich das Himmelreich durch gute Werke zu verdienen, weil sie denken, dass es ein Ticket ist, was Gott ihnen gibt, wenn sie das machen, so. Die wollen Gott damit gefallen und du kannst Gott damit nicht gefallen. Du kannst Gott nicht durch Werke überzeugen, nein. Gott hat einen Plan gemacht und dieser Plan lautet Jesus Christus. Er hat den Plan vollzogen am Kreuz. Er hat sowohl Barmherzigkeit und Gerechtigkeit am Kreuz erfüllt. Er hat das, was du und ich an Strafe hier auf der Erde vollziehen müssten, die Strafe müssten wir auf uns nehmen, hat er auf sich genommen. Wie ein liebender Vater ist er für uns in den Tod gegangen. Damit wir den Tod nicht kosten. Hammer, ne? Ja. So, naja, das wollte ich dir nochmal mitteilen. Das ist echt, viele wissen das gar nicht. Viele, viele Menschen wissen das nicht. Ja, die Menschen machen sich nicht darum Gedanken. Die denken, ach, behalt mal deinen Jesus für dich so, ne? Aber ist auch ihr gutes Recht. Aber dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie für alle Ewigkeiten in der Hölle braten werden und dort verweilen werden, für immer und ewig. Okay. Na gut, alles klar, Amir. Morgen sage ich ja, du bist schuld. Ja, ich bin immer schuld. Wenn du mir das beibringst. Alles klar, Amir, ich wünsche dir was. Gottes Segen, ciao. Heidewitzka, bitte, schick mir keine Anfrage. Ich habe das bis hier oben steht mir das. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst, aber ich kann das nicht ertragen. Das ist mir zu heftig. Heidewitzka, ich nehme dich nicht rein. Ich möchte bitte meine Nerven schonen, ehrlich. Und ich glaube, ich schone auch gerade die Nerven der Geschwister hier drin. Oder wollen wir eine Runde mit Heidewitzka? Wer hat Bock, seine Nerven kaputt zu machen? Der schreibt bitte 1. Wer hat Bock auf Nervenruinierung? Bitte nicht. 1, 1, 1, 1. Ihr seid doch crazy. Hört doch auf damit, Mann. Da sagen die zu mir, ja Armin, wie hältst du das aus? Ja, wie haltet ihr das denn aus? Das ist ja Wahnsinn, ey. Ihr habt sogar noch Bock da drauf. Das ist ja krass, ey. 1, 1, 0. 1. Johannes 4,7, mein Lieblingsvers aus der Bibel, sehr gut. Ja komm, dann geben wir nochmal Heidewitz keine Chance für Nerven kaputt machen. Ihr seid da schuld. Ganz ehrlich, du lachst über mich. Bitte was? Du lachst gerade über mich. Ja, weil du unsere Nerven machst sehr du dich gerade lustig öffentlich über mich. Ja, weißt du was? Du strapazierst unsere weißt Nerven. Weißt du was, Amir, das ist so verletzend. Pass auf. Nein, das ist nicht nein, pass auf, nein. Lach weiter, hol weiter deine Follower. Hä? Das ist so verletzend, was du hier machst gerade. Warum? Du nimmst mich hier hoch, um deine Show hier abzuziehen, nein, weißt du was? Deswegen habe ich doch zu dir lass mich in Ruhe. Anfrage zu schicken. Das ist das allerletzte, was die du Leute hier machst. Wollten, dass du reinkommst. Holst mich hier hoch und lachst mich aus. Weißt nein, du was? Ich wollte alles gar nicht, dass du reinkommst, meine Liebe. Ich wollte gar nicht, dass du reinkommst. Die Leute wollten, dass du reinkommst. Jetzt brauchst du auch nicht auf Pause zu machen. Und nicht auf die Tränendrüse zu drücken. Ja?
Hallo. Na, jetzt geht sie raus. Naja, das ist das. Seht ihr? Selber schuld. Selber schuld, ihr Lieben. Aber ich habe das nur wegen euch gemacht. Sonst hätte ich sie nicht hochgeholt. Ich habe euch das gesagt. So, wir holen jetzt noch Otto rein und das war's dann. Dann gehen wir alle ein bisschen schlafen. Ich denke, heute ist auch genug. Position ungenau. Position ungenau. Suche Satelliten, genau. Gott der Segen, Armin. Amir heißt ich, mein Lieber. Entschuldigung. Ja, Amir, also die Frau ist irgendwie verloren. Also Leute, die ja, müssen Psychiater gehen oder weiß ich. Auch leid, ne? Aber ich kam mir irgendwie vor wie so ein Idiot, ja, wenn ich mit dir geredet habe. Meinst du das gerade ernst? Will sie mich verarschen? Ich konnte dann nicht mehr unterscheiden, ne? Nee, Armin, die muss selber wissen. Also ich bin auch, ich kann auch sagen, ich bin auch gutes Mensch und ich habe immer Leid, die ganze Zeit. Sind so Tage, Monate, wo mir gut geht und dann wieder falle ich runter oder sowas. Da kann ich auch irgendwann sagen, liebe Gott, warum? Nein, sage ich das nicht. Weil das Leben, was ich jetzt lebe, das habe ich mich selber angetan. Nicht Gott hat mir das gegeben. Der Gott wollte, dass ich, oder das wollte, dass Gott irgendwo das Leben, was ich habe, das erinnert mich auf was. Also Otto, mach mal was. Otto, du machst was falsch oder sowas. Und ich bin immer so, dass ich immer falle. Und er nimmt mich immer nach oben. Also Leute, das, die Frau sollte auch verstehen, dass das bedeutet, was, dass die jetzt... Sie hat ja gar nicht verstanden, warum ich jetzt gelacht habe. Ich habe da gelacht, weil die Leute hier drinnen gefragt, meinte ich so, wollt ihr, dass ich sie nochmal reinhole? Weil ich wollte sie nicht mehr reinholen. Weil das war mir so viel. Ich stand mir bis hier oben und dann dachte die, dass ich sie auslache. Nein, ich habe über die Geschwister hier gelacht, weil sie die alle hier reinholen wollen. Nee, freilich, Armin, ich weiß auch, dass du gerade denkst, über sie gelacht. Ja, Ich habe versucht, mit dir ganz normal zu reden. Ich habe mir versucht, das Ganze anzuhören. Aber sobald ich gemerkt habe, dass sie sich selbst als so total als selbstgerechte Person hinstellt, die noch nie irgendeinen Fehler begangen hat, nichts Böses getan hat. Ja, aber was soll das? Suche Satelliten. Ja, genau. Und Armin, ich habe auch schon gehört. Amir. Okay, ich vergiss immer, ich bin ständig bei dir. Amir, siehst du, die Leute manchmal, okay, dann wahrscheinlich das war... Ja, dann nenn mich einfach Amirek. Amirek, das war polnischer Name. Genau, Amirek. Also, nee. Cześć, jak ci idzie? Dobrze? Na, sie war Amirek. Ja, nee, was wollte ich sagen? Guck mal, das kommt vom alleine, weil viele Leute sagen, weil weißt du, wenn jemand kommt vom muslimischen Glaube, dann frag uns, also Christen, wie soll ich dann zum Jesus beten? Aber die sollen auch das verstehen oder sowas, irgendwo musst du auch ab und zu die Leute sagen, Leute, du sollst, so wie du hast gesagt, wie mit deinem Vater oder mit bester Freund, also du sollst auf die Knie gehen, Vater unser sagen und nach dem Vater unser einfach mit dem Gott reden. Also Jesus, ich danke dir für heutigen Tag. Okay, ich habe auch schwierige Sachen oder sowas. Danke ich dir für das. Okay, du hast mich jetzt heute irgendwo von dieser Sache geholt. Du hast mich das Also solche Gespräche, weil die Leute, weißt du, die wissen überhaupt nicht, wie sollen die, ja was Gebete soll ich dann, ja, du kannst raussuchen irgendwo Gebete oder sowas, aber das ist wieder so künstlich. Du sollst von sich selber, von seinem Herz, wie du hast das gesagt, einfach mit dem Gott 5 oder 10 Minuten reden. Und du musst nicht irgendwo bestimmte Zeiten, du kannst jede Zeit, wo du... Jederzeit kannst du Gott anbeten, genau, so sieht's aus. Genau. Du kannst auch, sag ich so, das sind Tage, wo du kannst 20 Mal zum Gott beten, sind Tage, wo du nur 2 Mal und du hast keine Sünde gemacht. Also nicht, dass die irgendwo, weißt du, wie die Muslime 5 Mal am Tag oder sowas und die bestimmte Zeit. Das ist ja Bushaltestellenverhalten, das ist so Bushaltestelleverhalten, ne? Genau. Auf Bus fahren, genau. Drei Station fahren und aussteigen. Armin, ich hätte vor 10 Jahren Auto zu Verkauf gegeben, da kommt zu mir ein Moslem mit einem Teppichboden oder sowas. Ich wusste es weil das war um 9 Uhr, der fragt mich, ob er hat irgendwo Zimmer frei. Erstmal, ich habe Angst gehabt, dass er will mir was klauen. Also, nein, er muss beten.
Ey, da weißt du was, wenn ich als Christ komme ich zu jemandem und sage, ich muss jetzt beten, da bete ich dann später, wenn ich von ihm komme oder sowas. Aber naja, okay, ich will nichts mehr sagen, aber darum muss man die Leute, wo kommen zu unserem Glauben, sagen, Leute, du, den Gebet, das ist kein irgendwo geschriebenes Gebet, das ist von dich, das, was du erlebt in diesem Tag, dass du morgen irgendwo Probleme, irgendwo weißt, du hast morgen irgendwo Termin bei Arzt. Du kannst auch mit dem Gott reden, also Jesus, ich will morgen irgendwo bei dem Arzt so oder so. Das ist auch Gebet. Ja. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen, Otto. Ja, Amir, also alles Segen. Gute noch weiter. Bleib mal so, wie du bist. Bleib mal so, wie du bist. Du bist der okay. Echte. Also, du bist besser. Wie heißt das auf Polnisch? Tak. Tak, okay, tak. Ja, okay. Tschüss. Tschüss, okay, Amir. Ja. Schmeiß mich weg. Orange. Ich schmeiß mich weg. Ciao, ich schmeiß dich weg. So. Gott segne den Otto. Ich mag den Otto, der ist ein lieber Kerl. Das musst du im Arm hier. Du bist ein falscher Fuffi, Bruder. Oh ne, jetzt kommt das schon wieder. Ja, wenn ich ein falscher Puffi bin, wer ist denn dann dein Prophet? Warte mal. Du hast eben einen Vers gesagt, ja, 33,50. Das ja. War gelogen von vorne bis hinten. Okay, wo habe ich gelogen, mein Lieber? Du hast gesagt 33,50, der Prophet darf, was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, der Al-Qurtubi sagt uns im Tafsir Al-Qurtubi, in Ahkam, Jami al-Ahkam, Le Koran, sagt er uns auf der Seite 423, dass der Mohammed mit 20 Privilegien bevorzugt wurde von der gesamten Menschheit. Und im Punkt 10 sagt der Al-Qurtubi, wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen, ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Muslims, sich scheiden zu lassen, damit er sie in Ruhe punkten kann. Das stimmt gar nicht. Ich habe geguckt, okay, Okay, wenn ich das beweise, verlässt du den Islam? Niemals. Ja, dann raus mit dir, siehst du? Siehst du, was soll ich dir das dann beweisen? Er weiß, dass er sich da drin befindet. Er weiß das. Alle Muslime wissen das und sie haben ein Riesenproblem mit ihrem eigenen Vorbild. Nenn die Quelle. Ja, das ist ja Tafsir al-Qurtubi auf der Seite 423. Le Jami le Ahkam al-Quran, ne? Von Imam al-Qurtubi, dem großen malikitischen Gelehrten. Ja genau, Ex-Esel. Genau, ich habe diese Eselreligion verlassen und bin zum wahrhaftigen Gott gekommen. Wieder seinen eigenen Koran beleidigt und Islam. Ex-Esel, danke. Ja, ich war vorher ein Esel und jetzt bin ich zum wahrhaftigen Gott gekommen. Sehr gut. So dumm kann kein Mensch mehr sein. Das ist so krank. Wie die sich selbst hier so ausnocken. Einer nach dem anderen. Amir, bitte geh nicht offline, ich vermisse dich den ganzen Tag. Das kann doch nicht wahr sein, ey Leute. Ihr müsst den Herrn Jesus Christus preisen, loben und ehren. Das machen wir jetzt auch. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass ich diese Stunde wieder nutzen darf, Herr. Und diese Minute, Herr, dass ich für die Geschwister, die hier drinnen sind, bete, Herr. Auch für die Heide Witzker, Herr, dass du dich ihre Probleme annimmst, Herr. Dass du ihre... Ja, Knoten, die in ihrem Leben sind, löst, Herr Jesus Christus, dass du dich ihr offenbarst und ihr wirklich deine Gnade schenkst, Herr. Dass du sie führst, lenkst und leitest, Herr Jesus Christus, dass sie dich erkennt, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben und dass sie demütiger wird, Herr Jesus Christus, und von Herzen sanftmütiger, Herr, und erkennt, dass sie wirklich Fehler hat und böse Dinge in ihrem Leben getan hat, so wie wir alle, Herr. Und wir alle sind nicht perfekt, Herr, nur du bist perfekt. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du stellvertretend für uns bezahlt hast, Herr. Und wir nehmen das Geschenk der Gnade an, Herr. Bitte reinige uns weiterhin mit deinem heiligen Blut und ja, lass uns bitte zu denen gehören, die du mitnimmst bei deiner Entrückung, Herr Jesus Christus. Ich bete für jeden Position Einzelnen, der hier drin ist, dass du ihn führst, lenkst und leitest in ihrem Leben, Herr, und ihnen wirklich deine Gnade zuteil werden lässt, so dass sie dir weiterhin folgen, sie selber sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen und dir nachfolgen, Herr Jesus Christus. Denn dir zu dienen ist eine Ehre für uns und dir allein
Zu dir zu kommen ist für uns das schönste Geschenk überhaupt. Danke, Herr, für deine Liebe, Güte und Gnade, Herr Jesus Christus. Und wir bitten dich auch von ganzem Herzen, dass du unsere Geschwister in den islamischen Ländern weiterhin segnest und ihnen das Himmelreich sofort öffnest, Herr Jesus Christus, und sie die höchste Stufe im Paradies erhalten, Herr Jesus. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Ja, möge der Herr dich auch segnen, Heidewitzka, ne, dass du wirklich ja, umkehrst, ne, meine Liebe. Position und genau. Ich bin kein Mensch, der dich verurteilt oder sonstiges. Die Leute kennen mich. Ich versuche mein Bestes, um mit jedem Einzelnen auf die beste Art und Weise zu reden. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und irgendwann mal, wenn ich zu viele Sachen höre, dass ich dann, ne, bei mir schaltet dann auch irgendwann ab. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, ihr Lieben. Ne? Euer Dr. Sheikh Abu Hamid ist auch nur ein Mensch. Und versucht, so demütig, wie es nur geht, zu sein. Ne? Mich selbst zu verleugnen und mein Kreuz auf mich zu nehmen. Ne? So wie alle auch. Ja. Euer Dr. Sheikh Abu Hamid versucht schon sein Bestes. Ihr müsst doch mal ein bisschen nachsichtig mit mir sein. Ihr Wundervollen. Geh nicht. Ach ja. Ich lache immer noch. Ja, super. So, schauen wir mal. Okay, dann. Okay, Leute, komm, lass uns den Stream beenden. Wir haben ja schon 20 nach 12. Komm, ich bitte euch. Langsam kommen, wir gehen jetzt alle Hayabubu machen. Den Herrn Jesus Christus haben wir schon angebetet. Und dann sehen wir uns in neuer Stärke dann, so Gott will, dann morgen, oder was? Okay, ihr Wundervollen. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Oh, danke schön, Cousinus. Gottes Segen an alle hier drinnen. Möge Gott euch wirklich, von ganzem Herzen segnen, dass eure Namen im Buch des Lebens verzeichnet ist und dass ihr auf dem Weg seid zum ewigen Leben. Das ist der größte Wunsch, den ich habe und den ich immer wieder äußere, dass die Menschen gerettet werden und dass sie ja zur Auferstehung wirklich leibhaftig beim Herrn Jesus Christus ja zur Entrückung mitgenommen werden. Amen. Danke, Mario. Danke an jeden Einzelnen, der hier drin war. Danke an alles, was ihr für mich getan habt. Vielen Dank für die ganzen Likes, Geschenke und so. Vielen lieben Dank, ihr Wundervollen. Dankeschön. Danke von ganzem Herzen. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Aber der wahre Dank gebührt dem einen, der alles für uns gegeben hat. Und das ist der Herr Jesus Christus. Und sonst niemand. Amen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Und hören wir uns, so Gott will, dann morgen oder was, ne? Je nachdem, wie ich das dann seitlich schaffe. Ja. Okidoki. Okay. Dann Gottes Segen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.